Willkommen zur 11. Ausgabe von der Brandung. Diesmal mit mir. Und mir. So, jetzt ist er Bescheid. Also einmal, jetzt stellt ihr euch nochmal richtig vor. Also ich bin Wiesane Torben und ja. Ja, Michael Firefox. Ach so, ja, und der Christoph mitgezwitschert. Das übliche Setting oder das häufige Setting ist ja Torben und ich, und heute zur 11. Folge haben wir uns mal den Micha, unseren Landesvorsitzenden, eingeladen, der natürlich sicherlich viel beitragen kann zum Jahresrückblick der Piraten Brandenburg, den wir heute machen wollen. Und Günther Jauch konnte leider nicht kommen. Ja, wir haben ihn auch nicht gefragt, aber... so, ja. Vielleicht hätte er ja sogar Zeit gehabt. Ich meine, er wohnt ja hier gleich um die Ecke. Aber er hat ja heute Abend wieder wahrscheinlich seine... Menschentiere-Sensationen. Genau, irgendwelche Dinge, TM. Ja, und wir dachten uns, wir machen jetzt hier das erste Mal sowas mit einem Livestream. Und deswegen sind wir hier gerade im Mumble und haben auch schon zahlreiche Zuhörer. Also ich sehe hier eine Liste von Personen, die mir... großteils unbekannt sind, lauter Menschen, sind wir schon irgendwo? Von denen ich noch nie was gehört habe. Und ich könnte sie jetzt namentlich vorstellen, aber lassen wir das mal. Ja gut, wir machen das jetzt einfach mal live. Jetzt von der Metaebene runter zu den Inhalten. Genau, wir gehen jetzt einfach mal hier zu den Inhalten. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt das bitte ins Pad, oder wenn ihr noch Inhalte habt, die wir jetzt noch nicht in unserer Liste haben, dann fügt sie bitte hinzu. Und wie es so bei einem Jahresrückblick ist, fangen wir einfach mal so im Januar an und erklären, was denn so passiert ist. Oder habt ihr noch irgendwelche anderen Vorschläge, wie wir... Können wir uns einfach durch. Ich muss ja aber dazu sagen, ihr habt ja vorher gesammelt oder sammeln lassen, die Themen. Ja, wir haben vorher die Themen gesammelt. Sammeln lassen haben wir, glaube ich, nicht wirklich, weil wir drei haben, glaube ich, die ganzen Inhalte da reingeschrieben. Bisher zumindest. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar neue dazu. Aber nicht für den Bastard. Wir hören irgendwann auf. Also dieses Jahr ist auf jeden Fall Ende. Also wenn jetzt irgendwie da immer weiter Inhalte reinkommen. Und wir werden also nicht einfach bis zum... Nee, bis 2020. Vor allem wissen wir auch noch gar nicht, was passiert. Also man kann natürlich ein bisschen orakeln. Und das haben wir auch am Ende vor, so einen kleinen Ausblick. Aber ja, genau. Was auf jeden Fall nicht passiert ist, was wir extra noch abwarten wollten, weil wir wollten uns auch nicht die Arbeit machen, jetzt hier irgendwie umsonst aufzunehmen und Themen zu sammeln. Aber was nicht passiert ist, ist der Weltuntergang. Ja. Ja, haben wir Glück gehabt. Wer hätte das gedacht? Ja, okay, dann wollen wir einfach mal anfangen. Und man fängt doch immer im Januar an. Oh, wir haben jetzt einen weiteren Gast. Juhu! Okay, wir fangen im Januar an. Und das Erste, was bei uns auf dem Plan steht, ist, dass im Januar die Piraten die 20.000 Mitgliedermarke überschritten haben. Auf Bundesebene. Natürlich nicht in Brandenburg, das ist jetzt so ein Bundesthema. Ja, geschuldet Berlinwahl 2011. Ja. Wo es den großen, großen Mitgliederansturm dann gab. Richtig. Der hat natürlich dazu verholfen, ich denke auch mal bis heute rein, mehr oder weniger, dass die Piraten mitgliedsanzahlmäßig sehr stark gewachsen sind im Vergleich zu den Vorjahren. Genau, 2009 hatten wir noch 12.000 Mitglieder, inzwischen sind es, glaube ich, 36.000. Ja, 36.000. Also verdreifacht seit der Berlinwahl. Und... Ich denke auch noch, ohne die Berlinwahl wäre auch und die darauf folgenden Wahlen und so weiter. Ja, die darf man natürlich nicht außer Acht lassen, das ist richtig. Aber ursprünglich auf jeden Fall, klar. Ja, also das kann man auch immer gut sehen, wenn man mal vergleicht in Brandenburg. Also Brandenburg hat das auch relativ gut mit abbekommen. Wir haben ja auch unsere Mitgliederzahl vervielfacht.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal nach Berlin guckt, die haben, glaube ich, ihre Mitgliederzahl von 500 auf, was ist es jetzt? 3.500 oder 4.000, ich glaube, ja. Also nicht nur verdoppelt oder verdreifacht, sondern sogar noch mehr. Und im Saarland, NRW und Schleswig-Holstein hat sich die Anzahl ja auch mehr als verdoppelt, glaube ich. Ja, aber so viel... Da kann der Chat ja als Schattenredaktion gerne mal nachrecherchieren und das auch in den Pet-Chat knallen, falls wir irgendwie solche Zahlen auch nur ahnen oder sowas, dann können wir das für die zeitsouveränen Nachhörer im Prinzip dann noch auf die Aufnahme packen und in der Aufnahme erwähnen. Also fühlt euch aufgefordert, genau, zu posten. Ihr kommt hier rein, live in die Sendung. Ja, und dieser Mitgliedsansturm, der sich ja dann schon September mehr oder weniger 2011 angedroht hatte, hat ja auch dazu geführt, dass wir ein bisschen was abgekriegt haben hier im Land Brandenburg. Und genau, wie man schon sehen kann, deswegen ja auch die Überleitung, aktive Mitglieder hatten, die dann auch den vorletzten KV, beziehungsweise die vorletzte Fläche im Land Brandenburg dann befüllt haben, im Prozentmittelmark, und dort dann den Kreisverband gegründet haben. Genau, im Januar haben wir den Kreisverband Potsdam-Mittelmark gegründet. Und das ist nicht der vorletzte, sondern der vorvorletzte. Entschuldigung, vorvorletzte. Weil wir hatten ja noch, dann kommt ja dann später noch Prignitz Ruppin und Tete Fleming. Stimmt. Genau, also viele neue aktive Mitglieder, die dazu beigetragen haben, dass das sowas möglich geworden ist. Kurze Zeit davor, im Jahr 2011, haben wir ja noch den Regionalverband Barum gegründet. Der war ja auch quasi, hat sich ja auch darauf gefußt, dass neue Leute dazu kamen, die das eben ermöglicht haben, dass wir überhaupt einen Kreisverband gründen konnten. Beziehungsweise Regionalverband. Oder ein Regionalverband. Die Fläche oben, aber es gab genügend Aktive, um das Projekt Durchgliederung dann auch durchzuführen, um dort auch zentrale Ansprechpartner zu haben. Ich denke, es wird immer wichtiger denn je, dass es immer weiter in die Fläche reingetragen wird, die Ansprechpartner, weil das sind Sachen, die weder Bund noch Land irgendwann mehr managen können, den Kontakt zu halten, also den direkten Kontakt. Genau. Und im Februar, also kurze Zeit später, gab es dann schon die nächste Verbandsgründung, und das war der Regionalverband Prignitz-Ruppin, bestehend aus den Landkreisen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin, der sich dort gegründet hat. Und daraufhin fehlte dann auch nur noch der eine Landkreis, Teltow-Fleming, der dann auch später gegründet wurde. Aber im Februar sind noch so ein paar andere Sachen passiert. ACTA. Genau. Ganz das ist groß. Ein ganz großes Ding und ziemlich überraschend, glaube ich, für ganz viele Leute, oh ja, dass das so groß wird. Die ACTA-Demos im Februar und auch darauf folgend gab es immer noch mal wieder kleinere Demos, aber vor allem im Februar waren die richtig großen Dinger. Da waren ja, ich glaube, Ende Februar diese Demos, wo in Berlin irgendwie 10.000 Leute waren, in München, glaube ich, 16.000 oder 18.000. Ja, aber Potsdam hat auch, Potsdam hatte auch 500 Leute. Vielleicht 500, da war ja auch stellvertretend Sven dann als Redner dort gewesen. Auf der, genau, da war der Kreisvorsitzende der Stadt Brandenburg. Der ehemalige, genau. Genau, also der jetzt nicht mehr, aber der damalige Kreisvorsitzende der Stadt Brandenburg hat in Potsdam für die Brandenburger Piraten auch eine kleine Rede gehalten zum Thema ACTA. Wer hatte die denn angemeldet in Potsdam eigentlich, die Demo? Das, für wen lief das? Das waren andere Leute. Das waren, ich weiß gar nicht genau. Ich weiß nur, das war über die große Liste. Es gab ja so eine große allgemeine Anti-ACTA-Demo-Liste und dort, genau, gab es einen Trupp, der war aber übergreifend. Ah, der dann überall angemeldet hat. Die das allgemein angemeldet hatten und dann, ich sag mal, wir haben mit auf den Zug aufgesprungen. Hilfstätig, aber eben halt auch inhaltlich. Ja, das kam ja alles echt sehr, sehr schnell. Ziemlich überraschend. Also ich hätte jetzt so auch von... Weil, du warst ja in Berlin? Ich war in Berlin, ja. Du warst so irgendwo dabei? Ja, ich hatte ja deswegen ja extra Sven gefragt, ob er das mit übernimmt, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt, wo das stattfand, das ist so...
Geburtstagszeitraum da. Ah. Das hatte Gründe, dass ich dann da nicht da war. Ja, nee, doch, genau. Ich war ja auch in Potsdam und ich fand es total überraschend, wie viele Menschen und wie viele Menschen, die ich so sonst nicht sehe, da waren. Also jetzt nicht irgendwie von Piraten oder sowas, sondern so von Menschen, die halt hier so leben. Also wenn man so irgendwie die ganzen Freiheit statt Angst und weiß der Geier, was es da irgendwie gab, Zensur, Solar und dem muss ich angucken, dann hat man immer wieder die gleichen Leute gesehen. Und wenn man in Potsdam was war, dann war das irgendwie so ein kleiner, versprengter Haufen. Aber irgendwie war dieses Facebook da, beziehungsweise seine Nutzer. Also es waren unglaublich viele junge Menschen da. Mhm. Es war unglaublich durchmischt, friedlich, ruhig, kein schwarzer Block oder sowas. Also nichts, wovor alte Menschen Angst haben müssen oder Polizisten. Und es war... Ja, dabei hilft ja, krass. Es war auch krass. Sozialen Medien, ja. Wie auch eben halt die Krake Facebook, muss man auch dazu sagen, um so eine Events, Veranstaltung auch breiter zu streuen und aufzuklären. Ja. Also es gibt da mal so Pro und Contra bei solchen Sachen. Man erreicht sehr schnell viele, sei es jetzt über Twitter, Facebook, Google Plus, was es nicht alles gibt, Identica, natürlich auch immer mit den Schattenseiten bedingt. Also man muss dann mal schauen. Aber es war sehr, sehr weitreichend und ich denke mal, ohne diesen Typ Medium bzw. Informationskanal wäre diese Fläche nicht erreicht worden, die man da erreicht hat. Muss man auch überlegen, inwieweit das in der Zukunft noch funktioniert, weil also so immer so diejenigen, die Interesse eher an ACTA gehabt haben oder sowas, die werden sich das ja auch ganz genau angeschaut haben und gucken, wie sie diese Informationskanäle möglicherweise nutzen können, um sowas früher mal abzuwürgen oder sowas. Wahrscheinlich hat man es am Anfang einfach gar nicht ernst genommen. Also für Potsdam gab es auf jeden Fall auch eine Facebook-Gruppe und da waren auch die Leute da drin, die die Demo in Potsdam angemeldet haben. Ja. Und ich weiß nicht, nur nachgefragt, ob sie angemeldet war und hatte irgendwie so gedacht, das ist noch so ganz, ganz primitiv oder so. Und dann kam da so, ja, und dachte so, gut, okay, dann werden wieder so 20 Leute sein und plötzlich kommt man da hin und steht da und denkt sich, boah, irre. Ja, mit einem drum und dran, also haben die Leute schon eine Menge auf die Beine gestellt. Ja. Und das in relativ kurzer Zeit. Kurz war es ja auch nur deswegen, weil es ja sehr bedrohlich wurde, weil es von heute auf morgen dann, es hat ja geschwelt, war ja nicht darauf hingewiesen. Und jetzt Politiker, dann ja, wurde, es, schon wurde, dann, wurde ja. dann gepeitscht und dann... Polen war wahrscheinlich so der Auslöser irgendwie, also das ja, war ja... Die hatten ja voll richtig was gekriegt, deswegen. Die Videos waren ja richtig krass, man hat ja im Parlament Leute gehabt mit den Guy Fawkes-Masken, du hast Zehntausende oder Hunderttausende auf den Straßen gehabt, die demonstriert haben und zwar richtig, richtig intensiv und richtig viel und als diese Videos hier rüber schwappten, da hatte ich so das Gefühl, dann ging es hier auch einfach, da brachen dann hier auch so langsam die Dämme. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen so von Polen rüber, also dem vorher hattest du noch Super Pieper, das ist auch vielleicht ganz wichtig, vorher hattest du Super Pieper, wo die Amis ihre, so ein vergleichbares Abkommen, ich kann es jetzt im Detail gar nicht mehr sagen, aber Super Pieper, da hatte Google und Wikipedia komplett auf schwarz geschaltet für den ganzen Tag. Das war unmittelbar davor. Ich glaube, das war später. Ich meine, das wäre davor gewesen. Kann das in dem Chat mal gucken, jemand sagen, ob... Zumindest ist das ja ein Nachfolger davon. Ja. Und ja, ACTA, ein Kind, das jetzt einen anderen Namen hat, sagt ja. René. Ja, ist es. Klar, es gibt jetzt irgendwie iPad oder iPad 2, glaube ich, heißt es jetzt schon. Und noch ein bisschen schärfer. Ja. Aber ich glaube, auch in der Zeit war es so, wenn wir nochmal so in Richtung FV gucken, wo, ich nenne es jetzt mal Delegation, auch nach Polen gefahren ist, um die Bundesspiele, war es da ja. Im Zeitraum? Anfang, zumindest Anfang des Jahres, dass das da war. Wo Andreas und MVG und ich glaube noch Jens aus PM dann... den Besuch bei den polnischen Piraten gemacht hatten, weil die ja auch kurz noch vor der Wahl standen, beziehungsweise Zulassung. Ich kriegte das jetzt nicht mehr ganz zusammen. Und da ja für ein Wochenende rübergefahren sind, bis nach Warschau. Stimmt. Und da. Es hat sich aber auch, glaube ich, nicht so recht. Hat sich nicht weiterentwickelt. Also es war wirklich so, die Facebook-Leute, die sich da auf die Straße gegeben haben und bei dem Thema quasi aufbegehrt haben. Und das ist dann auch nach Deutschland geschwappt, würde ich sagen. Es war übrigens 18. Januar war Super Pieper Blockade von Google und Wikipedia, also das war wirklich vorgelagert zeitlich. Also das zuerst die Super Pieper Demonstration von Google, Wikipedia und ganz vielen Internet. Das war die Trauer, das war die Trauerseite im Allgemeinen. Genau. Das war das nicht das, wo die Piratenpartei auch zu spät Spaß geschaltet hat, wo man zumindest ein bisschen gespottet hatte? Zumindest ist Bundseite, weil es nicht geklappt hatte, aber ich glaube der FV Brandenburg, der war pünktlich. Zu dem Zeitpunkt, um die Schwarzschaltung zu machen. Ja, und das kann man dann möglicherweise irgendwie so in einer Kausalkette sich zurechtbiegen. Dieser große Impact, dann die Geschichte Mensch ACTA, hast in Polen die Leute gehabt und schwappte das hier so rüber, so würde ich das
So habe ich das in Erinnerung einigermaßen. Ja, aber wenn ich mich so zurückerinnere, wir haben halt schon seit 2009 mit dem Stefan Urbach da Leute gehabt, die ganz aktiv mobilisiert haben gegen ACTA bei den Piraten, was aber bis 2012 halt überhaupt nicht auf einen fruchtbaren Boden gefallen ist. Aber irgendwann hat es dann quasi die Reizschwelle dann übersprungen. Das hat viele Ernst genommen. Aber ich denke mal, dass die Aktion, wo man dann auch sehen konnte, wie schnell erst hinter vorgehaltener Hand, beziehungsweise im Geheimen, hat man ja nur so ein paar Punkte mitbekommen. Das hat aber keiner so richtig, also oder sagen wir die breite Masse hat das nicht so richtig für voll genommen. Und dann kommt es immer mit einem riesen Schwall, man merkt es ja Internet mit Suche allgemein und gleich darauf noch ACTA, dass da sehr wohl an verschiedenen Stellen versucht wurde, Internet Einschränkungen vorzunehmen. Und das hat dann irgendwann zum Glück dann Klick gemacht. Und das muss auch weiter Klick machen, so wie Internet auch René geschrieben hat, die Nachfolger stehen in der Spur. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel, also ich frage mich, wie das so funktionieren kann, weil... ich finde, so ein Beispiel, wo das jetzt voll gefloppt ist, ist ja zum Leistungsschutzrecht. Ich meine, da diskutieren die gleichen Leute immer noch so drüber. Aber da hat ja, hat nicht Google auch auf Leistungsschutzrecht irgendwas auf ihrer Startseite gemacht, wo die Presse alle irgendwie gemeldet hat? Hab's nicht mitbekommen. Aber da ist jetzt irgendwie so gefühlt nicht so viel los. Also ich habe nicht so den Eindruck, außer der Filterbubble, in der wir uns befinden. Ich denke mal, da ist viel noch nicht klar, was das letztendlich für Folgen hat. Ja. Und dass das, womit argumentiert wird, letztendlich eine Sache ist, die jeder Verlag für sich selber regeln könnte. Mhm. Und weil es augenscheinlich so einfach ist, mutet man ja und auch weitaus mehr Interessen dahinter, das Leistungsschutzrecht durchzudrücken, weil wenn ich nur eine Robots-Text hinstellen brauche, damit das böse Google solche Sachen nicht finanzieren kann. Aber was halt eben bei dem ACTA-Ding so spannend fand, dass ich das Gefühl hatte, da sind in dem Protest so viele Leute drin gewesen, die so ein bisschen das Gefühl hatten, das ist schon richtig, also da ist irgendwie so meine Peer Group, die mir erklärt, wie dieses Internet funktioniert, die sagt, das ist irgendwie voll böse, der glaube ich, und deswegen gehe ich auf die Straße. Und dieser Effekt, den habe ich beim Leistungsschutzrecht nicht gesehen. Da habe ich so das Gefühl, dass die Leute, die darüber Bescheid wissen, was dazu sagen, und die anderen interessiert es irgendwie eher weniger. Während die es eben eher weniger interessiert und die eher nicht so den Durchblick hatten, hatte ich das Gefühl, waren bei ACTA auf der Straße. Und das war gut, also weil du musst halt irgendwie so eine Vertrauenskette und einen, weiß ich nicht, aber LSR kommt Informationskette. Das darf man ja nicht vergessen, das kommt auch im nächsten Jahr. Ich hoffe es. Ja. Also nicht, dass das Leistungsschutzrecht kommt. Nein, also das Thema steht ja letztendlich, ist ja noch nicht abgeschlossen, sondern es steht ja noch zur Diskussion und zur Entscheidung. Steht im Koalitionsvertrag, soweit ich das weiß. Das ist nächstes Jahr dann fällig, weil ist ja bald Wahljahr, da muss man ja vorher noch ein paar Fakten schaffen. Und, das ist ja auch ein großes Anliegen der FDP, glaube ich. Das ist wie mit Posten so im Allgemeinen gerade aktuell. Muss jetzt durch. Muss man Fakten schaffen und noch ein paar gute Parteimitglieder dann finanziell. Da gab es einen tollen Politiker von der EU-Kommission, der hatte dieses Zitat gesagt: Wir sind Politiker, wir müssen Fakten schaffen und uns nicht an der Masse orientieren. Ja, das ist im Laufe des Jahres war es. Ja, ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang dieses Zitat gefallen ist. Das war großartig. Wir müssen Fakten schaffen und uns nicht an dem... Das ist doch der Mob, gewesen. Die Kommission war das. In welchem Kontext kann die Kommission das gewesen sein? Ja, das wird vielleicht auch ACTA gewesen sein. Hiebeling war es, glaube ich, nicht. Nee. Aber ich glaube auch, also Leistungsschutzrecht, kommen wir später nochmal dazu. Im Februar 2013 in den Ausschüssen behandelt. Kommen wir später nochmal dazu, aber im Grunde können wir das auch gleich machen, bevor ich den Gedanken verliere. Ja. Ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, dass die Piraten da mit der Petition ein bisschen Schnellschuss gemacht haben. Also dass das nicht wirklich koordiniert war mit den anderen Leuten, die so netzpolitisch aktiv waren oder sind. Und dann gab es ja so ein bisschen Gerangel darum, ob denn diese Petition gut ist und ob sie nicht gut ist. Und dann gab es halt von den anderen Leuten, von netzpolitik.org und von anderen eben Kritik an dieser Petition, die inhaltlich ein paar Schwächen hat, aber das Ergebnis ist halt wichtig, dass es rauskommt. Und durch dieses Gerangel, das es so untereinander ein bisschen gab, gab es halt nicht so eine Geschlossenheit wie bei ACTA. Und da konnte von daher auch wahrscheinlich nicht so eine große Bewegung entstehen. Das Mittel der Petition ist ja auch
Ja, es ist halt die Frage, inwieweit man das bei so Aktionismus oder politischen Meinungskampf sozusagen richtig einsetzen kann. Also so einen richtig guten Erfolg hat es ja bei der Vorratsdatenspeicherung gehabt. Ansonsten, die Bild hatte irgendwie mal die Benzinpreise kostenlos machen wollen oder so ein Schwachsinn. Das hatte natürlich Erfolg, weil da, aber das ist ja auch irgendwie... Also die Bild. Bildleser zum Anrufen zu bewegen ist ja nicht so schwierig. Du musst nur die eine Gehirnzelle streicheln, die da wach ist und dann klappt das schon. Ich weiß nicht, also... Aber ich glaube nicht, dass die Vorratsdatenspeicherung so einen Erfolg gehabt hätte, hätte es nicht die Bundestagswahl kurz nachgegeben. Weil das war ja wirklich... Ja, aber da hat auch die Petition maßgeblich beigetragen, glaube ich. Weil wie viel, es waren 138.000 Leute, klar, die da gestimmt haben oder ja, so? Ja, klar. Also waren schon viele. Ja. Es gab ja noch die Klage nebenbei. Darf man auch nicht vergessen. Stimmt, da gab es natürlich noch die Klage vom Verfassungsgericht, wo auch 38.000 Leute Bekläger mitgemacht haben. Ja. Also symbolische Bekläger, wenn du das so willst. Aber nicht es waren 38.000 Antragsteller. Also im Prinzip waren es 38.000 Klagen, die zu einer zusammengefasst waren. Und wir haben ja keine Sammelklagen vor. Ja, stimmt. Also Vorratsdatenspeicherung wurde ja auch vom Verfassungsgericht gekippt. Ne? Ja. Richtig, in der Form auf alle Fälle. Hm. Sogar das andere Ding war sogar für die Netzsperren. Der letzte große Akt von Hans... Irgendwas Papier, Hans-Jürgen Papier. Genau. Vorratsdatenspeicherung. Ja. Ja. Das Kippen. Das war ja auch eben genau der Knall, nicht zu sagen, hier müsst ihr mal korrigieren und habt da so und so lange Zeit, sondern das ist nichtig. Also mit, ihr fangt jetzt an zu löschen, alles das, was ihr gemacht habt, war falsch. Und zwar böse, böse, falsch. Also das ist so das Ultimative, was die machen können. Also nicht ja, so wie beim Wahlrecht so, naja, wir haben ja irgendwie seit der Gründung der Bundesrepublik irgendwie ein Problem mit dem Wahlrecht, macht mal irgendwann irgendwie und bis dann und dann und haltet euch nicht dran und macht trotzdem oder weiß ich nicht was, haben wir es eigentlich jetzt ja, schon? Gut, das Wahlrecht kann man ja auch nicht einfach mal kippen, weil dann haben wir ein Problem. Doch, das kann man kippen, natürlich, das kann das Verfassungsrecht kippen und dann diktiert das Verfassungsgericht ein Wahlrecht und wenn man sich anguckt, wie damit umgegangen worden ist bisher von der Bundesregierung oder vom Bundestag, muss man ja sagen, sind ja eigentlich von innen. Von den richtigen Schreierlingen da. Ja, da muss man halt sagen, wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn das Verfassungsgericht denen auch noch die Glocke gegeben hätte mit so, wenn es nicht auf die Reihe kriegt, dann zeigen wir euch mal. Aber das Verfassungsgericht ist auch nicht zu sehr hoch. Ja, ist aber eine riesengroße Baustelle und die Baustelle werden wir mit Sicherheit auch die nächsten Jahre nicht loswerden. Nee. Also jetzt nicht spezifisch in diesem Thema, sondern nee, global gefasst in das der ja, Kernwahlrecht, beziehungsweise auch was jetzt Einschränkungen, Netzneutralität und sonstige Sachen, eines der Grund, ich würde es mal trotzdem sagen, Grundpfeiler von den Piraten ja, mit schlechthin. Und natürlich auch weitere Themenfelder, die wir haben, Christoph hat schon ein schlimmes Scroll gerade. Ja. waren dann Fukushima allgemein, die Mahnwachen, die wir hatten. Zumindest gab es einige im Land Brandenburg, natürlich auch bundesweit. Da war Stadt Brandenburg auch durch Sven und Sven dort federführend mit, die das da initiiert haben und zwar auch parteiübergreifend initiiert haben, bis auf die CDU. Die hat dann nicht mitgemacht. Da hat sie noch gestrahlt. Wo selbst einige Piraten aus dem ganzen Land dabei waren, in der Stadt Brandenburg, bei der Mahnwache. Und natürlich gab es einzelne Mitkundgebungen auch in anderen Bereichen. Also. Mhm. Und dann wurden auch viele Demonstrationen und Mahnwachen mitgemacht. Im Laufe des Jahres. Berlin war ja auch ein Riesending, glaube ich. Ja. Richtig, das war ja dieses komplette, genau, dieses Oberthema ausgestrahlt. Auch alles, was Richtung, ja, Nazis in dem Sinne ging, war dieses Jahr, muss ich mal ehrlich sagen, sehr viel auch von Piratenaktivitäten zu sehen und öffentlichen Statements, die sehr wohlwollend auch aufgegriffen worden sind, schon allein, weil wir ja doch letztes Jahr ziemlich viel abgekriegt haben, so in die Ecke gestellt worden sind durch ja, Querschläger. Ja, oder Vorhinein zum Beispiel. Relativ dumme Aussagen von ziemlich klugen Leuten eigentlich. Ja, aber ich denke mal, im Eifer des Gefechts ist es selten in der davor gefeilt. Das ist die Art und Weise, wie man letztendlich damit nachher umgeht. Ich wollte gerade sagen, genau. Also, oder wie ja, den Kontext erklärt. Aber ich fand es besonders gut, dass auch in Brandenburg da bei den vielen unterschiedlichen Orten, sei es jetzt in Südbrandenburg, Cottbus zum Beispiel, wie auch Frankfurt und noch im Weiteren, dass dort Mitglieder da waren, nicht nur Mitglieder, Bürger, Menschen und sich dort auch vehement und friedlich hingestellt haben und dann gesagt, so geht das nicht. Das
war sehr gut. Und es hat auch eine sehr große breite Fläche. Also jetzt, was so medienseitig möglich war, doch erreicht und da auch ein bisschen sensibilisiert in der Geschichte, dass man bei solchen Sachen nicht einfach weggucken kann. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass Fehler machen ist ja okay. Also so, worauf du ja ganz klar angespielt hast, war der NSDAP-Vergleich, glaube ich, ne? Aber das ist halt... es ist halt, oder eben, und dieses Kontext erklären, das kommt dann immer drauf an. Also wenn man Scheiße labert und man kriegt es dann gesagt, dann muss man es halt eben einsehen und dann kann man daraus lernen. Und diese Geschichte von Martin Delius war jetzt halt einfach so, naja, also hat er ja selber im Prinzip, er hat es ja glaube ich selber auch publik gemacht oder so. Also da war jetzt irgendwie nichts irgendwie Dramatisches dran oder so. Und aber was ich problematisch finde, ist dann Leute, die da irgendwie so in so eine, also nicht einsehen wollen oder gar nicht erkennen wollen, dass möglicherweise eine Fehlinterpretation da war und dann in eine Argumentation oder sich versuchen, das sozusagen schön zu reden, was sie da gesagt haben, wo man irgendwie merkt, das wird absurd. Das darf halt nicht sein. Wir müssen da auch einfach ehrlich zu unseren Fehlern stehen, wenn wir welche machen. Und wir sollten ehrlich genauer hinschauen, wenn wir merken, das könnte vielleicht kein Fehler gewesen sein. Also wenn sich jemand zurückzieht und eine Aussage, die so dasteht, Schwachsinn ist oder böse ist, dann können wir uns nicht damit zufrieden geben, wenn sich da jemand nur zurückzieht und irgendwie versucht, da rauszubinden. Das ist halt das, was die anderen... Nee, es muss, erklärt, auch machen. Muss, man muss, genau. muss schon erklärt werden, ob das so gemeint war, wie es ist, genau. oder wie es im Allgemeinen gemeint war. Schlimmer oder schwieriger ist es, wenn man die Person selber dann auch noch kennt, intern extern kennt, dass sehr schnell dann auch das in die Ecke stellen passiert. Das ist eigentlich, denke ich, auch bei vielen anderen Themen der Fall. Hat es ja den einen oder anderen auch immer mal getroffen, dass er in der rechten Ecke ist. Bloß wenn man weiß, wie der eigentliche persönliche Background ist und wofür man sich letztendlich einsetzt, ist es dann ziemlich fragwürdig. Anders ist natürlich dort, wo es vehement und wiederholt und ich bin ja nicht, aber sind dann sehr schnell so eine argumentativen Ketten. Mhm. Ja, es gibt ja immer noch. Die wiederholt auch. Das ist hier dann nicht nur von einmal, sondern ist ein Massenphänomen dann. Und die dann mehrfach dann so kommen und auch Gleichstellung dann hinsetzen mit links und rechts und das ist dann doch ein bisschen derbe. Das klappt nicht. Schon allein nicht, was links und rechts letztendlich tun und was dafür, wie sagt man am besten, für Böses gemacht worden ist, das kannst du gar nicht vergleichen miteinander und darf man meine Sachen so gar nicht. Ja, aber das war gut, dass wir da, nicht nur wir, aber ich denke mal Land Brandenburg, wie auch die neuen Bundesländer haben da sehr viele Problemfelder in dem Bereich. So gesellschaftliche Zentren. Auf jeden Fall andere als die alten Bundesländer. Also ich meine, die kommen ja aus den alten Bundesländern und da sehe ich das Problem weit mehr in der Gesellschaft verankert. Also da sehe ich eigentlich ähnliche Probleme. Ich glaube, würde das quantifizieren, kann man das wahrscheinlich nicht. Ich sehe, die Probleme sind da anders gelagert. Sie sind nicht so ausgeprägt. Doch, ich glaube schon. Ich glaube sogar, dass sie etablierter sind. In einer anderen Qualität. Burschenschaften. Ja, seien es irgendwelche Burschenschaften zum Beispiel, ne? die sich ja jetzt auch gerade gespalten haben. Das ist ja auch Tradition. Weißt du, wenn du da irgendwelche Spinner hast, die irgendwelche Elitengruppierungen mit Aria-Nachweis haben, dann fasst du dir auch an den Kopf. Und das sind halt die Unternehmer und die Leute vor Ort. Die haben sich gespalten, ja. Also ich habe so ein paar Dokus gesehen über diese ganz schlimmen Burschenschaften und ich habe auch eine Doku gesehen über eine gewöhnliche Burschenschaft, die quasi so eine Studentenverbindung ist. Diese Liberalen haben versucht, die jetzt auch Frauen aufnehmen und so. Und, die Liberalen haben versucht, das aufzubrechen und das ist, glaube ich, an dem letzten Burschenschaftstag eskaliert und da hat sich durchgesetzt, dass dieser ganze Laden da sich spaltet irgendwie. Also da sind etliche aus diesem Dachverband ausgetreten und ich glaube, weiß nicht, ob das die Liberalen ausgetreten sind oder die Konservativen, um es freundlich noch sagen zu können. Na, auf dem Burschenschaftstag war es doch, die Aussage war doch schon ziemlich rechts, die am Ende bei rauskam, glaube ich. Also ich vermute auch, dass die Liberalen der Dachverband ist eher noch irgendwie rechtsorientiert. Um mal gleich noch Aktuelles hinzustreben, dass die Pledge mit den 28.000 Euro positiv durchgegangen ist. Au! Wir sprechen erfolgreich an die Piratenpartei noch dieses Jahr bis zum 31.12. 28.000 Euro Spenden aufgeteilt in blabla, ist erfolgreich.
gewesen. Das heißt, wir haben... das war die E-Mail, die gerade kam. Ja, das war die E-Mail, die gerade kam. Das ist also über 1000, also 1000 Mitglieder, nicht nur Piraten, beziehungsweise Menschen im Allgemeinen, und dann noch zusätzlich jeweils 15 Euro Spenden. Genau. Ja, also nochmal zu erklären, es gab halt eine Pledge, wie nennt man das? Es ist ein Spendenversprechen, wo 999 Leute zustimmen sollten, dass sie 15 Euro spenden, und einer spendet dann irgendwie 28.000 nochmal zusätzlich obendrauf. Sein Sparkonto, wollte er plündern. Natürlich aufgeteilt noch auf zwei Gliederungen, nehmen wir einen KV, Bremerhaven und LV Bremen. Und den Rest dann an den Bundesverband, plus natürlich die, sagen wir mal, 999 mal 15 Euro von den zusätzlichen Mitspendenversprechern, die das unterstützen. Darf man ja nicht schon unterschlagen. Ja, man muss es brauchen. Das wäre, um das mal so reinzustreuen, auch für die punktuellen Ausgaben. Wir sind ja klamm, brauchen wir ja nicht groß jetzt schön reden im LV durch ein paar Dinge, da kommen wir bestimmt später zu, weil wir jetzt gerade bloß ein Klatschthema haben. Wo man punktuell für spezifische Projekte, also projektbezogen, wie auch den Videodreh oder die Videodrehs, die vorstehen, genau über dieses Thema dann auch Spenden punktuell generieren. Wie wir es genau ausstaffieren, müsste man noch diskutieren, aber das wäre so eine Sache, wo man, denke ich mal, weitaus mehr Leute hinterm Ofen vorholt und vielleicht zu einer Spende, je kleiner das wird, umso besser. Und das auf mehr Leute aufteilt, um dann bestimmte Projekte zu stützen oder zu finanzieren. Sei es jetzt in IT, sei es jetzt bei den Videos, sei es bei irgendwelchen anderen Sachen, die angeschafft werden müssten, wäre, denke ich mal, vielleicht auch ein gangbarer Weg, den man einschreiten kann. Ja. Ja. Ja, gut. Im März ist ja dann auch das, was wir gerade angesprochen haben, Frankfurt-Oder bekennt Farbe gewesen, also wo auch der Verband DOS, richtig, quasi in Frankfurt-Oder da bei der Demo mitgemacht hat und auch andere Piraten gekommen sind, um dort mitzumachen, um quasi dort gegen rechtes Gedankengut zu demonstrieren in Frankfurt-Oder. Und ja, und dann in der Neuauflage, oder was heißt Neuauflage, dann ein Projekt, was wir ja schon mal hatten, Frühling der Freiheit. Das ist ja... gab es ja dann nochmal... Das haben wir jetzt, glaube ich, das dritte Jahr in Folge in Brandenburg gemacht. Ja, das erste Mal war es ja relativ klein oder nur im kleinen Rahmen und nicht zwingend, glaube ich, als FDF, als Frühling der Freiheit. Doch, ich glaube schon. Also ich glaube, das hieß damals auch schon Frühling der Freiheit. 2010 war das erste. Genau, dann hatten wir 2011 schon mal Einschub. Genau, der war ziemlich groß. Und 2012 dann jetzt nochmal hinterher und... so rückblickend, wir hatten das die ganzen Infos so mal gesammelt, als Feedback wurde es sehr positiv angenommen, dass man da stand und nicht zwingend den Leuten jetzt übers Programm erzählt, sondern ihnen einfach etwas schenkt. Das war ja in Kopplung mit den Blumen gehabt, Frühlingsblumen, einfach als Aufmerksamkeit, und die interessiert waren, sind ja von selber dann gekommen oder blieben stehen und haben sich dann in Gespräche verwickelt. Ich kann mich auch noch erinnern, in Potsdam, das war echt super damals. Ja. Also wir haben da Blumen verteilt und das war super, super super Wetter und richtig viele Leute, die da halt durch die Brandenburger Straße gelaufen sind, und man konnte halt wirklich viel Informationsmaterial verteilen, und da waren auch alle noch super interessiert, denn was sind denn jetzt die Piraten? Was war gerade das? Das war in der Hochphase von 14% damals, ja. Der Medienhype, der ja, genau. Ja, wir haben das auch zweimal gemacht in Potsdam, ne? Also wir haben den nochmal gesplittet. Wir haben ja einen Tag, da weiß ich, kam ich nur kurz irgendwie mal vorbei für ein Stündchen oder so, und dann beim zweiten Mal war ich dann nicht mehr. Was mich positiv überrascht hatte, ich hatte an dem Tag, war ich ja in Potsdam Mittelmarkt bei den zwei Ständen und die waren ja teilweise, okay, der eine war in Kleinmachnow, das war eine relativ zugängliche Region am Rathaus, was sehr gut besucht war. Aber was mich auch sehr gewundert hatte oder positiv überrascht hatte, war im ländlichen Teil, das hatte hier der MTG, hatte das ja dann gemacht, mitgemacht mit anderen, was
erstaunlicherweise von dem ländlichen Gebiet eine sehr gute Resonanz hatte, auch von den Kommunalpolitikern, die da waren, von der FDP, die sich nicht getraut hatten zu sagen, woher sie kommen, bis sie sich später dann sowieso geoutet hatten und konnten sich da auch schon allein mittels der Aktion da ein paar kommunalpolitische Belange dann eine Diskussion verwickeln, später als es so am Ausklang war, weil der Stand war ja nur zeitlich begrenzt. Also das war sehr positiv und ich denke mal, das war in anderen Regionen nicht anders. Also das Feedback, was im Nachhinein so gesammelt wurde im PET, das war eigentlich durchgängig positiv. Das war wirklich eine sehr erfolgreiche Aktion. Eine Sache, ich glaube, da hat man auch gemacht, ne? Bitte? Hatten wir da über einen Podcast gemacht? Es kann sein, dass wir hätten das in einem Podcast erwähnt, aber auch schon. Ja, ich weiß nicht. Mit Sven Pinker habe ich den, glaube ich, noch gemacht. Auf jeden Fall war das eine super Aktion, was ich glaube, was halt eben auch sehr gut war oder was ich sehr positiv empfunden habe, war, dass die Menschen überrascht waren, wie jetzt, warum steht denn jetzt hier gerade eine Partei und lässt sich ansprechen. Also das war irgendwie so diese Erfahrung, die ich machte, weil es stand ja keine unmittelbare Wahl für uns hier an. Also es, es ist außerhalb von irgendwelchen Wahlkämpfen oder sonstigen dann stehen sie auch da sicherlich Infomaterialien dabei, aber man ist nicht proaktiv inhaltlich auf die Leute zu. Es ist nicht diese Einstellung, ach, die wollen jetzt, dass ich nächsten Sonntag für sie, sondern beziehungsweise ich mich jetzt wie von Zeugen Jehovas bequatschen lassen, so ungefähr. Sondern sie sind überrascht gewesen, dass man eigentlich gar nichts wollte. Und man hat vornehmlich ja nur reagiert, wenn die Leute selber reagiert haben. Und dann Mensch, warum und weswegen und sich dann aufklären lassen wollen. Ja. Das war auch ein gutes Zeichen dafür, jetzt gerade irgendwie in den Medien. Ne? Berlin reingewählt, alles toll, Hype und tralala. Und diese Piraten und guck mal, was die hier alle so machen. Und die sehen komisch aus und weiß der Geier was. Und plötzlich stehen da irgendwie in der Brandenburger Straße auch irgendwie Menschen, die einigermaßen normal aussehen oder überall in Brandenburg auf dem Land. Und in der denken, ach guck mal, die gibt es auch hier. Also alleine um dieses... Ach, die gibt es auch hier, nach diesem Berlin-Hype herzustellen, war das, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist für mich auch eine Sache, die in meinen Augen eigentlich fortsetzungswürdig ist. Ja, müsste. Man muss immer natürlich gucken, wie es mit den ganzen Blümchen und so weiter dann funktioniert. Aber der Stil allgemein, der. Überhaupt, mehr. Ja. Mehr. Das ist auch so ein. Ist eigentlich auch so für. Auf den Hinstellen. Für so uns als Piraten. Ne? Coole Sache, so irgendwie so wenn wieder Power ins Jahr kommt, wenn es wieder wärmer wird und so, dass man dann irgendwie mal so eine Aktion macht, wo man irgendwie sich ein bisschen Feedback abholen kann, was ja auch zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich sehr positiv war und auch eigentlich die Jahre davor eigentlich auch immer positiv war, auch wenn wir damals noch nicht so bekannt waren, nicht? Das ist eigentlich auch so, um mal wieder Kräfte zu sammeln fürs nächste Jahr, eine coole Sache. Es war ein bisschen traurig, dass das untergegangen ist nach Bochum. Ich hatte ja auf der Rückfahrt René zum Beispiel bei und hatte ihm eine Idee präsentiert, die lustigerweise sie in dem Hinfahrtsgespräch zusammen mit... jetzt fangen wir wieder nicht mit Morgenanfahrt. Komm gar nicht. Reimann, genau, danke. Auf der Hinfahrt hatten... was doch sehr schwierig ist allgemein, dadurch, dass wir nicht ganz so weit vertreten sind, kommunalpolitisch irgendwo drin sitzen und auch nicht zwingend jetzt irgendwo in den Ausschüssen auf kommunaler Ebene vielleicht noch den Stammtisch oder sonstiges solche Infostände im Allgemeinen auch zu machen mit einer breiten Aktion. René hat das auch auf der Liste geschrieben, wo man die Leute dann halt fragt und sammeln lässt. Was sind denn eigentlich die Ängste oder die Wünsche oder was auch immer, wie man es jetzt betiteln will. Das kann man ja noch alles feiner in der Diskussion dann vielleicht mal als Projekt, als so Veranstaltung. Auch in Form eines Infostandes aber so eine Aktion vom Land, weil, oder weniger, wo man... Wir können ja immer sagen, ja, das sind Probleme, die uns tangieren. Beziehungsweise diejenigen, die an den Projekten oder an den AGs oder so mitarbeiten, die bringen ja mitunter auch ihre Sichtweise, ihre Geschichten. Wir wollen ja letztendlich auch die Politik machen oder inhaltlich arbeiten. Was wollen denn auch die anderen? Also eigentlich alle gemeinsam. Ja. Und es gibt kommunale Unterscheidungen, regionale Unterschiede von den Sorgen. Ich sage jetzt mal, in Speckgürtelbereichen gibt es ganz andere Nöte als im ländlichen Gebiet. Aber es gibt doch Überschneidungen. Und selbst die Überschneidungen wissen wir auch gar nicht so hundertprozentig genau. Und wenn wir zum Beispiel in der Lage sind, flächendeckend,
zumindest in Land Brandenburg, in vielen Regionen und unterschiedlichen Regionen, so ein Feedback einzusammeln. So ähnlich wie zur Weihnachtsfeier diese Tafel, die dann gemacht wurde, was Nadine gemacht hat, wo jeder, was ist gut, was ist schlecht oder irgendwie sowas, was man dann auch über die einzelnen Regionen zusammen auch auswerten kann. Ja. Erstmal anonym auswerten, das klar, schreibt der Kinder dann seinen Namen drauf. Mhm. Und man kann aber sehen, okay, es gibt halt, konzentriert sich in den Bereichen oder in den Regionen, gibt es das Thema. Mhm. Und wenn es dann Themen decken, zum Beispiel in verschiedenen Regionalgliederungen, dass man da irgendwie verstärkt Zusammenarbeit anbietet. Genau, weil es muss ja nicht jeder, nur weil man ein KV ist und es hört ja nicht an Grenzen von der Gliederung auf, beziehungsweise von den Kreisgrenzen oder sonst wo, dass es Themen gibt, die sehr wohl überschneidend sind. Und die, denke ich mal, auch dringend sind in den unterschiedlichen Kommunen, dass sie bearbeitet werden. Ja. Aber das schafft nicht einer alleine, wenn sich aber aufgrund dieses Feedbacks, was man dann kriegt, sich herausstellt, okay, da könnten jetzt rein theoretisch 4, 5 Gliederungen an dem Thema mit zusammenarbeiten, kann man da auch ein bisschen die Kräfte konzentrieren und bündeln. Und ich denke, das ist Erfolg verschuldet. Danke. Ja. Willst du jetzt? Ja, ich nehme gerne. Ich habe meinen Kaffee geholt. Vielen Dank an den Auch einen hier. Kaffee für den Chat. Ja, aber das ist eine schöne Sache, dass man sowas jetzt so als Anlehnung, das ist eine andere Thematik, FDF. Ja. Aber ein bisschen Input zu liefern für uns selber. Genau, wir planen ja sowas in der Art auch in Potsdam jetzt irgendwie wenn wir es dann anstreben wollten, diesen Stadtparteitag zu machen, also beziehungsweise bestreben, einen Stadtparteitag zu machen, inhaltlich ein bisschen was für das Kommunalprogramm zu tun. Und da haben wir auch geplant, so einen Feedback-Flyer zu organisieren, um auch außerhalb der Piratenpartei, weil wir haben halt, klar, wir haben in dem Bereich der Aktiven bestimmte Themengebiete, die von Interesse sind und wo wir wissen, wer in welchem Bereich was interessiert und machen möchte. Und dann gibt es halt eben aber auch noch die Sache, mit was gibt es denn so an tagespolitischen Themen, da wissen wir auch, klar, durch die Presse und so und das, was in der SVV läuft, was so anliegt, aber halt auch mal diesen Schritt zu machen, erstmal wieder einen Stand zu haben, also wieder auf die Bürger zuzugehen, auf die so auch wenn jetzt gerade akut keine Wahl ansteht und da eben halt auch eine Feedback-Schleife sozusagen zu geben für die, wo sie uns ihre ganzen Belange nehmen, wo man das einfach genau mal überblickt. Ja. Ihr wisst ja nur, was in der SVV läuft. Genau, wir wissen, was in der SVV läuft. Aber die SVV ist so ein ganz kleiner Teil. Und dann hast die machen das, was die Stadt macht. Dann hast du die Presse, die das gegebenenfalls kritisch begleitet. Ja. Aber du hast das eigentliche Feedback bzw. die eigentliche Information, was wollen denn der Rest der Potsdamer? Genau. Die kriegst du eigentlich nur, wenn du da vor Ort bist. Also wenn du mich mit denen unterhältst am Stand oder wenn wir eben, und genau sowas in die Richtung wollen wir halt jetzt auch mal machen, um so ein bisschen Überblick zu bekommen. Mal schauen. Es wäre zumindest eine Sache, ich denke mal, es wird auch gebraucht, sicherlich Kritik im Allgemeinen ist immer wichtig. Wenn es natürlich nur negativ ist, die Kritik, ist es auch doof. Wenn du aber dann zeigst, okay, wir hören dir zu, beziehungsweise wir fassen es auf, kann man ja auch gegebenenfalls gleich erklären, so sieht es aus und das wollen wir damit machen, sind die, denke ich mal, auch eher dazu bereit, das zum Beispiel auszufüllen oder ausfüllen zu lassen von uns. Das ist ja nur, um das Stichwort zu sammeln, um überhaupt zu sehen, was wollen die denn. Das wäre eigentlich doch ganz witzig, wenn man das irgendwie direkt vor Ort an so einem Infostand machen könnte. Das war ja der Plan. Mit möglicherweise wirklich nur Stichworten, also Schlagworten. Und das irgendwie nach mehreren Fragen kategoriert, so Schlagworte. Was denken Sie von der Piratenpartei? So einfach um Feedback zu kriegen, wie man für uns steht. Und was sind die politischen Themen, die vor Ort interessant sind und dass man da Schlagwolken draus macht oder sowas. Das wäre später dann machen. Könnte vielleicht böse. Ja, ja, klar, alles in der Analyse. Ob ich jetzt nur das zwingt, jetzt das Feedback zu. Wie stehen Sie zu den Piraten? Ich denke mal, das ist nicht so, sondern das zum Trollen auch ein. Es hilft mitunter, aber. Das denke ich durchaus auch mal interessant, genau. Dass das öffentliche Bild so einzufangen, weil es ist ja im Moment ziemlich. Hat ja ziemlich gelitten gerade, denke ich mal. Wir hatten ja den Medienhype und genauso ist es. Ich bin mal jetzt ganz provokant. Der Medienhype ist provoziert gewesen. Nicht von den Piraten selber. Und genauso siehst du ja auch anhand der Berichterstattung auch zu anderen Sachen, nehmen wir mal, wie heißt der Gustl zum Beispiel, der Fall. Mhm. Man sieht ja, wie Presse bzw. bestimmte Leute in den Medien arbeiten. Und
der Hype, so schön und positiv er war, war aber zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt gerecht. Nee, der war vollkommen übertrieben. Der wurde vollkommen übertrieben. Wurde runtergeschrieben, ganz normaler Medienzyklus. Das ist, wer hoch fliegt, fällt tief. Und das ist aber künstlich produziert. Ja, klar. Also, ich denke mal, das ist interessanter, nicht was jetzt was die Presse schreibt, ist auch schon richtig, weil die Leute lesen es. Die sind der ausschlaggebende Grund. Was auf der Straße passiert. Ja. Wenn du da stehst, hast du dann ablehnende Leute, du machst da jeden Fall Strich, wollte nicht reden oder ach, hier, oder ist ganz kahl am Kopf gewesen mit irgendwelchen Tattoos oder so. Mhm. Das war jetzt ein Klischee. Das war verkehrt. Nee, aber jetzt explizit nicht unbedingt auf der FDGO liegende Person. Ja. Die dann einfach vorbeigeht oder mit irgendwas androht. Hatten wir ja auch schon. In Sachsen-Anhalt. Aber das schweift jetzt so weit ab. Ich wurde schon angegriffen. Bei uns waren sie schon hinterher. Bei vier Leuten. Ja. Oh, das war, nicht. War 2010. Jetzt brauche ich Hilfe. Wann war LSA? Wahlkampf? 2011, ne? 2010, 2011? Ich glaube Anfang 2011. Gut, weil wir waren ja in LSA hier im Burger Raum waren wir gewesen und hatten da mit geholfen beim Plakatieren und Infostand und so weiter. Und da liefen sie dann nachher hinter uns her, um zu gucken, in welches Auto man steigt und so. Aber das sind Geschichten, Storys. Frühling der Freiheit. Ja. Jetzt hat der Christoph seinen. Jetzt haben wir das Gold weggemacht. Achso, Christoph hat es selber weggemacht. Ja. Ja, und dann kam ja schon vorher die große Überraschung, ja, mit den vorgezogenen Wahlen. Ach, Christoph guckt jetzt in den Wahlen. Macht. Ja, erzählt nur über die Wahlen. Im Saarland. Wir finden die Stichworte, genau. 7,4% haben wir im Saarland geholt, kurze Zeit später. Ist ähnlich noch, zumindest, es sind ja 6 Monate, ein halbes Jahr. Und das im Saarland bei einer ähnlich hohen prozentualen Quote von den Wahlergebnissen her. Hm. Ist zu verachten. Vor allem hat ja auch, in der Presse wurden wir damals hochgehypt. Und das gab ja dann nochmal so einen zusätzlichen Hype. Irgendwie die Piraten gehen auch auf dem Land. Ja. Und das war ja irgendwie... gab es ja diese lange Diskussion, irgendwie Stadtphänomen, klappt das nur in der Stadt sowas? Richtig, das war das geht nur sowas wie in Berlin, war ja lange Zeit. Genau, das war das auch Tenor unter vielen Politikwissenschaftlern. Richtig. Und Einzelne sagten dann, nee, das klappt doch anders und so. Und es ist ja nicht nur so, also ich meine, es war ja damals auch so, dass die Piraten so als reine Internetpartei immer bezeichnet wurden. Und das ist ja im Moment... wird es ja kaum noch erwähnt oder so gesagt. Na gut, dann sind wir die ohne Programm. Waren wir auch schon immer. Also seit 2009 waren wir immer die Protestpartei. Aber ich finde, ich weiß es nicht genau, aber ich habe den Eindruck, dass ich glaube, dass die Wahlergebnisse auf den Ländern nicht gekommen wäre, wenn Berlin nicht gewesen wäre. So, also nehmen wir an, Berlin hätte gar keine Wahl gehabt. Ich glaube nicht ohne den Hype, dass die anderen Bundesländer einen Einzug in die Landtage geschafft hätten. Ist schwierig zu prognostizieren. Ich glaube, sie hätten es auf keinen Fall im Saarland. Sie hätten es knapp geschafft. Doch. Ohne Berlin? Nee. Ich bin der Meinung, ohne Berlin wäre der ganze... Ohne Berlin wäre der Hype gar nicht gekommen. Ja. In dem Sinne. Glaube ich auch, bin ich fest von überzeugt. Der flachte ja da aber im März auch schon mehr oder weniger. Nee, ich glaube, da war der noch ziemlich hoch. Also die 14% oder so, die waren erst kurz danach. Musste man auch auf den Wahlrecht. Aber ich kann ja auch noch Wahlrecht das, ja, genau. Christoph gibt Adressen in den Google-Suche ein. Du darfst da nur nie Google eingeben. Google into Google. Du hörst immer sehr gerne. Yeah. Wenn du telefonisch sagst, bitte dann in die Adressleiste eingeben, die Seite, dann bekomme ich jetzt eine Liste. Mm-hmm. Ach, das war die Google-Suche. Google ist das, wo man sich in Facebook einloggt, habe ich in einem lustigen Podcast letztens gehört. Sag mal, zur Bundestagswahl. Ah ja, das ist es hier, ne? Ja. Kann ich in die Vergangenheit schauen. Ja, Gucken wir in die Vergangenheit. Die geht runter bis, ist ja richtig vergangen, 27.3. ganz unten. Aber das ist auf Bundesebene, ne? Ja, das ist Bundesebene. Also der 10% waren im April. Ja, April,
Ende April und Saarlandwahl war ja im März. Okay, aber da also war vorher auch, das ist aber der Ausläufer gewesen von der Saarlandwahl. Wenn du da guckst, die 10%, weil die Saarlandwahl war im März und da waren es 8%. Ja, 7,5. Also ähnlich. Ja. 7,4, genau. Ja klar, also das hat es ja nochmal zusätzlich gepusht irgendwie, dass dann berichtet wurde, ja, das Stadtphänomen, die Internetpartei, die ja eigentlich nur im städtischen Raum erfolgreich sein können, weil da sind ja die jungen Leute, die alle mit dem Internet umgehen. Nee, da gibt's Internet. Und da gibt's auch Internet. Man muss aber auch dazu sagen, dass die anderen Parteien das auch ein bisschen leicht gemacht haben. Mit ihren ganzen... Ich glaube, sie haben es unterschätzt und ignoriert, oder? Ja, und haben mehr oder weniger weitergemacht, aber dann vergessen, dass... es immer öffentlicher wird, was sie treiben, weil es Leute gibt, nicht nur die Piraten, die bestimmte Sachverhalte weitaus schneller öffentlich in die Öffentlichkeit tragen, als es eigentlich lieb ist. Ja. Und haben sich selber Beine gestellt. Erstmal durch Ignoranz, ja, stimmt zu soweit. Und ach naja, die sind morgen wieder weg, wie Eintagsfliegen so ungefähr. Das, denke ich mal, wurde unterschätzt. Auch. Also, prognostizieren ist schwierig, ohne Berlin, mit Berlin. Sicherlich, Berlin war sehr begünstigend, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, dass man es gerade so geschafft hätte. Selbst wenn gerade so an der Marke geknackst hätte. Dafür gibt es viel zu viele, die doch sehr kritisch. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, dass man tatsächlich nach der Berlin-Wahl eher den Effekt hatte, dass man Leute, die Protestwähler waren, also dass wirklich dieses Protest, dass da unglaublich viel reingezogen ist, was gereicht hat an Leuten, so Protestwähler, in Anführungsstrichen, also das, was halt so gerne gesagt wurde. Ich glaube nicht, dass es in Berlin eine Protestwahl war, in dem Sinne, wie sie es. Ich glaube, dass es eher eine Protestwahl in den Länderwahlen darauf gab, als in Berlin. Berlin gab es ja eine genaue Analyse und da muss man sagen, gab es eigentlich keine Protestwähler, sondern. Der höchste Anteil von Nichtwählern, die zur Wahl gegangen sind und auch eine sehr starke Wählerabwanderung von anderen, vorher anderen Parteien zu den Piraten. Ist, glaube ich, denke ich, nicht so eine Protestwahl, weil diese Wanderung war ja von jeder zur anderen gleichzeitig. Da gab es so eine schöne Grafik. Da gab es ja auch die thematische Aufstellung, da war, glaube ich, Bildung und Soziales so das Wichtigste für die Wahlwahl. Das ist ja in Berlin, glaube ich, eines der grundlegendsten Probleme. Ja, und das war auch der wichtigste Punkt dafür, die Piraten zu wählen in Berlin. Und womit ich das halt auch gerne belege, ist halt irgendwie, oder diese These, dass diese anderen Länder es ohne Berlin nicht geschafft hätten, ist, wenn man sich anschaut, wie der Bundestrend aussieht und wie der Trend in Berlin aussieht. Also in Berlin haben sie komischerweise immer bessere Ergebnisse. Ich meine, wenn man halt guckt, was sie machen, also haben sie immer über jenseits des Bundestrendes die Ergebnisse. Also sie sind aber präsenter, das ist der Punkt. Klar, sie sind alles näher beieinander. Ich glaube, dass genau das eben auch das Wichtige ist. Also sie sind zum einen irgendwie vernetzter miteinander, glaube, habe ich den Eindruck, weiß ich nicht. Ich bin ja auch nur mit denen, die im Netz sind, vernetzt. Und ich glaube, dass das auf den Ländern ähnlich ist, wie es halt eben ja in jedem Flächenland oder irgendwie so ist. Also ich glaube, dass da der Unterschied, wir hatten das irgendwie im Vorgespräch ganz kurz, der Unterschied zwischen die Nutzung der Tools, die zur Verfügung stehen. Ich glaube, das ist homogener in Berlin als in allen anderen Ländern. Und das ist maßgeblich in Berlin für den Erfolg verantwortlich gewesen. Und das glaube ich. Und ich glaube, dass das in den Ländern eben schwächer ausgebildet ist. Und dass deswegen es zersplitterter ist in den Ländern. Und nicht nur wegen der räumlichen Distanz. Auch und vor allem wegen der technischen und wegen der Infrastruktur. Das ist ja das Problem bei uns, sehe ich jedenfalls so vorrangig die Infrastruktur. Halt alles irgendwie mit rein, denke ich. Der Mangel, weiß ich nicht, das Nicht-Trauen, das hatten wir ja vorhin schon vom Termin hier kurz mal bequatscht, dass sehr wenige so mit den Tools arbeiten. Also ohne jetzt eine Tool-Diskussion da vom Zaun zu laufen, weil sowas entwickelt sich immer. Aber es gibt Mittel und Wege. Man sieht es ja an realen Beispielen, dass dann irgendwelche Texte über Mailinglisten korrigiert und verbessert oder sonstiges werden. Aber man hat ein Tool dafür, wo man es binnen kurzer Zeit machen kann. Piratenpad? Genau, Piratenpad zum Beispiel.
muss nicht das Nonplusultra sein, da wird es bestimmt in einem Jahr wieder irgendwas anderes geben, was vielleicht besser ist, ressourcenschonender, weiß der gar nicht. Jeder, der kann, soll was Besseres bauen. Aber genau, aber es ist derzeitig ein Tool von vielen und dazu brauche ich aber die Infrastruktur. Da ist natürlich Mailing einfacher und leichter. Und natürlich auch, dass ich da herangeführt werde. Genau. Da sind, hat man ja auch den Punkt, nicht alleinig der Landesverband in der Pflicht, weil der kann es gar nicht mehr bei 1100 Mitgliedern, ja, auch wirklich 1100 Mitgliedern nicht schaffen, sondern das ist auch eine Sache, wo wir in die Region gehen müssen, beziehungsweise dort das gemacht werden muss. Und wenn sie sich dann auch externe Hilfe holen, ist auch vollkommen egal, weil sie viel dichter dran sind. Ja. Es lassen sich viel schneller Termine machen, regional, als auf Landesebene dann auf viele Bedürfnisse dann zu reagieren und diese in eine Terminplanung mit reinzubringen. Mhm. Dafür, denke ich mal, ist viel zu viel Terminarbeit. Vielleicht überschätze ich meine Filterbubble, aber ich versuche es nochmal zu sagen, warum ich Berlin irgendwie so warum ich Berlin da so diesen Vorteil einräume. Jetzt ist ja auch gerade parallel zu dieser Veranstaltung, ich hoffe, wir ziehen da nicht zu viele Zuschauer aus den Streamen ab, der Kongress in Hamburg. Und wenn ich da so sehe, also dieser gesamte Chaos-Kongress ist so zum Moment, bei diesem würde ich sagen zu 70%, das ist so Kernthemenbereich. Ja. Ne? Und ich gucke mir das an und denke so, ja, wunderbar, super genial oder großartiger Vortrag. Und ich glaube, dass dieses CCC-Ding in Berlin nochmal extrem viel dazu bringt, also dass jede Gruppe, die irgendwie im Aktivismus unterwegs ist und sei es jetzt irgendwie nicht mal wirklich was mit Internet oder sonst irgendwas, hat über irgendwelche Ecken kennt sie jemanden, der ist im CCC, die bauen dann mal schnell eben, da baut mal eben einer schnell ein Wiki, da macht mal eben einer schnell, hier nutzt das Pad, nutzt für eure Aktion dies, nutzt für das, also ich glaube, dass es da viel selbstverständlicher ist und dass das in den anderen Bereichen eben ja nicht so ist, also ich glaube, dass das so den krassen Unterschied ausmacht. In meiner Wahrnehmung zumindest von der Piratenpartei in verschiedenen Regionen. Also ich glaube, das ist... Meinst du der im ersten und zweiten Bekanntheitsgrad der Anteil des Nerd... Genau. Des Freaks, nicht unbedingt Nerd, doch höher ist. Ja. Und wenn du guckst, so einen kleinen Ausspann machen bei über 1000 Mitgliedern und guckst im Allgemeinen, wer... möglicherweise aktiv ist, muss ja jetzt nicht intensiv sein, wirst du dann sehen, dass sich das auf wenige Leute im Allgemeinen immer konzentriert. Ja. Und auch die vielleicht Qualitäten hätten, da gibt es ja auch den einen oder anderen, die haben nicht die Zeit, das zu machen. Aber der Anteil von den wirklich nerdlastigen Leuten, also die wirklich dann ganz mal überspitzt mit Gadgets rumlaufen, Hacken, Routen, die ganzen Kisten und sich das alles selber zusammenstricken, ist natürlich im ländlichen Gebiet weitaus geringer als irgendwo in Ballungszentren. Ist immer so. Ja klar, also deswegen... Ja, ich glaub, ist damit aufgewachsen. Ich glaube, was jetzt schön überleitend ist, aber auch ein Grund meiner Meinung nach dafür, dass es in Berlin besseren Erfolg gibt, ist zum Beispiel, dass wir KVs gründen. Also im April war jetzt zum Beispiel die KV-Gründung oder die letzte KV-Gründung Tattoo Fleming. Und damit ist Brandenburg flächendeckend gegliedert, was für Brandenburg wichtig ist. Aber Berlin zum Beispiel hat überhaupt keine KVs. Die haben nur den Landesvorstand und haben dann Sprecher für bestimmte Regionen und haben dann noch, also durch die Wahlen haben sie jetzt auch die Fraktionen. Und ansonsten die Crews, die sich ja immer wieder aufsplitten, wenn sie zu groß werden. Und die haben einfach viel mehr freie Leute. Und wir haben so viele Leute, die irgendwie in der Funktion sind. Also von den Aktiven ich habe mir da noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht, wie viel Prozent der Aktiven wirklich irgendwie eine Vorstandsfunktion haben. Aber ich glaube, es sind bestimmt über 50%. Und in Berlin sind das vielleicht 3%. Ja. Und das war's. Und ja, wir brauchen zum einen das, da will ich da auch keine Abrede machen gegen die Gliederung selber. Nee, die Stadtstaaten, das ist eine ganz andere Geschichte. In der Stadt Berlin, ich sag mal, im übertriebenen Sinne setze ich mich in der S-Bahn und bin in einer Stunde auf der anderen Seite. Genau, du willst in Spandau was reißen. Du brauchst jetzt niemanden, der in Spandau vor Ort ist, dem du sagst, bitte versucht mal hier die
Demo anzumelden und Leute ran zu organisieren. Ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe. Ja? Du hast nimmst einfach deine Leute, packst sie ein und fest hin. Richtig. So, und hier packst du hin und bist 2-3 Stunden unterwegs. Du brauchst einfach Ansprechpartner vor Ort und deswegen brauchen wir auch diese Verbände. Aber es ist natürlich schon so, dass du die Akquise bindet sehr viel Kraft, ja. Ja. Und das ist auch ein Nachteil für die großen Landesverbände. Ne? Also ist mitunter eine Frage, wie die Arbeitsweise dann von den Regierungsvorständen dann durchgeführt wird. Ob sie das auf ein Mindestmaß beschränken, in Gänsefüßen, und dafür dann dieses Crew-Konzept als solches, man kann es pro und contra sehen, hat seine Vorteile, besonders dann, wenn es überregional läuft. Mhm. Wenn du die Leute schneller zusammenschweißen kannst, gibt es ja hier die Crew Eisenhardt, die sich jetzt bis nach LSA runterzieht. Also von den Leuten und auch Teile von Berlin, muss man auch dazu sagen, die dort schon waren. Das Ding kann funktionieren. Unterstützend oder die Vorstände, wenn sie aktiv sind, dass sie dort mitwirken. Und dann die Vorstandssitzung wirklich nur für den Formalkram, also wegen dem Beschluss, wir brauchen jetzt X oder Y oder Z und sich ansonsten nicht in solchen Sachen verlieren, wie inhaltlicher Ausarbeitung oder Steuerung von dem inhaltlichen Programm oder so. Weil das ist ja nur nicht Vorstandsarbeit. Ja. Das kann man in der Crew machen, aber das ist nun nicht Vorstandsarbeit in meinen Augen. Ja. Es wird viel verbraten, viele Leute werden verbraten. Da kommen wir ja nicht drum rum, wegen wenigen Gliederungen. Ob das dann Sinn macht, dass man vielleicht eher mehr KVs zu diesen RVs macht, dafür, dadurch dass die Vorstände verringert, das ist ja nur eine Gedankenüberlegung, dadurch effektiv die gebundenen Vorstandsmitglieder verringert, aber letztendlich dann wieder diese regionalen Zellen, Einheiten oder was auch immer hat, die sich dort auch hinsetzen, weil eine Crew vor Ort, die braucht jetzt nicht zwingend einen Vorstand, nur um zur SVV zu gehen oder zu einer GVV oder weiß der Geier was, sondern die kann ja so agieren. Richtig. Das kann auch jeder Pirat einzeln machen. Natürlich. Aber genau da ist es, in dem Moment wird es halt eben wieder wichtig, dass das halt auch alles irgendwie, dass man gemeinsame Tools nutzt, dass man das halt eben auch irgendwo nachvollziehen kann und sehen kann, dass man also einfache Hürden, also eine geringe Hürden hat, mitzumachen. Und da, ja. Ein ganz wichtiger Informationsfluss. Genau, das meine ich ja, genau. Also das der ist zumindest, wenn ich mir einige Regionen angucke, und ich lese ja nur relativ viele Listen innerhalb des Landes, lässt in einigen Bereichen sehr stark zu wünschen übrig, weil ich kann nicht von, wir hatten vorhin das auch mit den ganzen Feeds, ich kann ja keinen dazu verdonnern oder jeden dazu verdonnern, sich irgendwelche RSS-Feeds oder irgendwelche Infoquellen anzuzapfen, nur damit er auf dem Laufenden bleibt. Und wenn gerade irgendwelche spezifischen Punkte oder die auch vielleicht wichtig sind, dann muss das Ding zu mir per Push. Ich muss mich nicht darum kümmern, sondern es muss da, ob ich sie verwerte, ist nachher eine andere Sache. Ich kann aber da nicht sagen, ich habe davon nichts gewusst. Andersrum ist genau der Punkt, ich habe da eine Information, die lege ich dann vogonisch ins Wiki. Ja. Und ich kann keinen immer darauf hinweisen, guck mal unter letzte Änderung, ob da irgendwas passiert ist. Oder such mal selbst. Das funktioniert, die Infos müssen, die müssen, denke ich mal, weitaus schneller fließen. Von das müsste man jetzt auch, also da müsste ich jetzt, würde ich jetzt auch gerne nochmal irgendwie an alle, die irgendwie zuhören, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die euch unter den Nägeln brennen, die irgendwie aktuelle Themen sind, dann sagt eurem Vorstand Bescheid, ich hätte gerne eine Pressemitteilung zu dem und dem Thema und hier habe ich schon mal einen Text vorbereitet. Das wäre obergeil. Ja. Korrigieren kann man immer. Also wenn oder schmeißt es auf die Mailingliste. Also schmeißt es in dem Kreis, für den es angeht. Also es genau. Ja, also klar. Wenn es die Info ist. Wenn es die Info ist, hier, ich habe angefangen zu basteln, aber irgendwas tun oder sowas. Also das ist ja ganz wichtig. Also nicht darauf hoffen, dass sich irgendjemand drum kümmern oder im Nachhinein beschweren, warum habt ihr euch nicht? Warum habt ihr euch nicht drum gekümmert? Ne? Wahrscheinlich haben die gar nichts davon mitbekommen. Ne? Ja. Dafür hat halt jeder seine eigenen Bereiche, die ihn interessieren. Das ist ja auch die Sache. Der Vorstand ist meiner Meinung nach nicht dafür zuständig, die Programmarbeit zu machen. Absolut. Auch wenn wir das jetzt in Potsdam mitmachen. Ja? Also es gibt in Potsdam viele Leute, die sonst helfen und sonst mitmachen, auch programmatisch. Aber auch wir als Vorstand machen halt die Programmarbeit und nicht nur die Verwaltung. Aber als Piraten. Als Basispiraten in diesem...
die auch eben auch Vorstandsmitglieder sind. Ja. Und so kommen dann unsere Pressemitteilungen zustande, in dem einfach irgendjemand was sieht, irgendwo genau darauf aufmerksam wird, was irgendwie interessant ist, was thematisch zu den Piraten passt, wo dann jemand anfängt, was zu schreiben. Genau. Und wo dann dem Vorstand eben Bescheid gesagt wird, wir haben hier was, das ist für die Piraten wichtig, guckt mal drüber, macht Änderungen und schreibt eine PM dazu oder gibt die PM dazu raus. Und so landet man dann in der Presse da und bekommt dann auch die Aufmerksamkeit für positive Ereignisse, dass die Piraten sich eben auch um thematische Sachen kümmern. Aber auch da ganz wichtig, nicht einfach nur irgendwie irgendwas, um in, irgendwie in der Presse zu landen. Also wenn das schon mit, ne? Also nicht, nein, nicht um, also das ist ein, da darf nicht Mittel zum Zweck sein. Also wenn es Themenbereiche gibt, wo wir entweder keine Beschlusslage haben, da wird es eh schon problematisch, oder wo es, wo wir keine Ahnung von haben, da sollten wir dann auch lieber die Füße stillhalten. Nee, aber ja, es gibt halt so viel, wo wir jetzt durch die verschiedenen Landesparteitage und die Bundesparteitage eben, ja, einen fundierten Hintergrund haben, wo wir was zu sagen können. Es fehlt einfach nur entweder die Mitarbeiter. In dem Moment die das Wissen darüber, dass da etwas passiert. Das Anstupsen und dann der Input. Und also die Mitarbeit. Und der Input, genau. Die Mitarbeit von einzelnen Leuten, die zu diesem Thema gerne was in der Presse hätten. Ja. Das ist halt, wir haben halt, wenn man sich anguckt, was wir in den letzten Monaten so rausgegeben haben, war es ja. Also da war es fast. Ich habe halt wirklich ein relativ kleines Setting an Interessengebieten oder so weiter und das war sehr häufig. Hat sich das gedeckt damit. Also das war dann auch klar, weil da hat man dann hintergesteckt, hat man Arbeit reingepackt und so weiter, aber das wirkt halt doof, wenn das nur von also das ist halt nicht eigentlich gedacht, dass das von den Vorständen kommt, sondern das darf halt, oder das soll von allen kommen, mitmachen, diese Arbeit, genau, also das ist, ja. Und da ist es auch egal, ob die PM jetzt Rechtschreibfehler hat oder sonstiges, es wird ja überarbeitet, ja, aber wenn kein Input kommt in irgendeiner Art und Weise, wenn es nur Stichpunkte sind, wenn selbst die nicht kommen oder der Hinweis, ey, Moment, hier ist gerade, ich habe gehört und hier ist noch ein Link, hier ist die Kacke gerade richtig schön am Dampfen, ja, und man wird nicht darauf hingewiesen. Es kann nicht jeder, und das meine ich wirklich so, ja, sei es jetzt Vorstand, Mitglied, Mensch, Bürger, kann darüber nicht wissen. Es ist genauso wie vorhin mit dieser ganzen ACTA und iPad und sonstigen, ja, Sachen. Man kriegt die Infos nicht. Wenn, genau, ich die Infos nicht bekomme oder verteilt bekomme, dann funktioniert das Ganze nicht. Und genau bei solchen Sachen, wo wir uns unsere Inhalte darlegen können und unsere Position nach außen tragen können, weil es ein aktuelles Ereignis gibt, da bedarf es einen Input von jedem. Ja. Hey, Moment, da steht was, hier ist Quelle, wäre programmatische Deckung. Selbst das, genau, würde ja schon ausreichen mit einem kleinen Aufruf, wir brauchen dazu eine, genau, PM oder was auch immer. Und dann, ja, in der Hoffnung auf Mitarbeit, dass dann eine PM fertiggestellt wird mit der inhaltlichen Aussage zu dem, was da gerade schiefläuft. Genau, da findet, genau, ja auch automatisch dann thematischen Diskurs statt. Also dann findet dann ja auch automatisch gleichzeitig schon die Ausbildung statt. Schon allein, weil du dich darüber auseinandersetzt, guckst. Bei Zitaten oder inhaltlichen Darlegungen dann dich ja um Nuancen jetzt nicht streitest, aber eben halt diskutierst, nee, das sollte lieber so und so und nicht ein oder, sondern genau, und, weil das ist ja nicht zusammenhängend oder doch oder... Stimmt es denn auch? Oder, ja, da gibt's, ne? Ja, da gibt's eine Quelle dazu, für... Genau, da gibt es einen Diskurs dazu, Quelle verlinkt und okay, ja, passt alles, ja, programmatisch gedeckt, können wir. Ja, richtig. Also auf jeden Fall mehr. Ja. So, was hatten wir noch im April? Den Bundesparteitag im Neumünster. Neumünster. Ja. War schön. Ja? Neumünster war eigentlich schön. Also richtig symbolträchtig, sehr symbolträchtig. Der war schön. Hatten wir ja vorher auch schon diese große Piraten sind, beziehungsweise es gibt Piraten, die rechts sind, was ja sehr stark aufgebauscht wurde in den Medien, gab es doch ein sehr schönes, symbolträchtiges Highlight durch die durch den einstimmigen Beschluss sogar. Hm. Ja, nicht ganz, aber ich glaube, es gab, glaube, keine, Gegenstimmen. Es gab, ja, keine Gegenstimmen. Ja. Mit den schönen roten Karten war auch ein schönes Foto und, ja, dem anschließenden Gang verlassen des zum Ausgang des Saales, um eben halt die Karte zu zeigen bezüglich der Äußerung und der Darstellung von einem, die da stattgefunden haben. Und das war wichtig. Genau. War sehr wichtig. Ansonsten haben wir einen großartigen Bundesvorstand gewählt. Also aus meiner Sicht war der damals wirklich toll. Ich fand den damals auch gut. Mhm.
Ja, letztendlich ist das ja immer nur eine personelle Geschichte. Das ist überall so. Und wie es auch immer so ist, während der AV war es ja nicht anders. Die Presse hat es ja sehr stark zerlegt oder wollte da sehr viel Aussagen haben. Man ist Mensch, der andere ist Mensch, jeder hat unterschiedliche Ansichten. Man wird, ich sage jetzt mal, in Gänsefüßchen gezwungen zur Zusammenarbeit. Und wenn man persönliche oder Differenzen hat, die dann persönlich fußen, darf man sich streiten, auch in der Öffentlichkeit. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Aber bitte eben halt nicht unter der Gürtellinie. Ja, auch also, ist das eigentlich fast wurscht. Nee, nicht zwingend. Was stellenweise dann so abgegangen ist, man kann jetzt zum Beispiel, man kann jetzt Johannes Ponada mögen oder nicht mögen oder ein drum und dran, ist ja unterschiedlich. Mhm. Oder eben halt den Kungler oder was auch immer. Wenn dann aber die Attacken verbal dann unter der Gürtellinie gehen. Das geht ja, das finde ich auch nicht. Aber es kann keiner erwarten und ich denke, das ist auch das Glaubhafteste, dass man dort eine Geschlossenheit symbolisiert. Da hatte der R. Stadler hatte da so einen schönen Beitrag dazu geschrieben, weil Geschlossenheit ist eigentlich ganz doof. Das ist genau in solchen kritischen Fragen, weil entweder sind sie dann alle gleichgeschaltet oder sind doch. Es soll selbst Parteien geben, wo sich Menschen sagen, dass sie ihre gegenseitige Fresse nicht mehr sehen können. Soll es sogar unter konservativen Kreisen im Bundestag geben, ja? Doch. Also, und dann möchte ich das aber ganz gerne lieber sehen. Also ich möchte ganz gerne diese Konfliktlinien sehen. Die Konfliktlinien soll man sehen. Und wenn jemand da irgendwie, genau, aber du hast vollkommen recht, da stimme ich dir voll zu, wenn da jemand irgendwie unter der Gürtellinie ist, dann disqualifiziert man sich. Und wenn ich mit einer Art und Weise von jemandem nicht klarkomme, weil war ja die Diskussion hier mit deine Darstellung in den Medien ist nicht so toll, ist ja unbelassen, soll ja auch so sein. Soll ja auch jeder seine Kritik üben oder sein positives Feedback. Aber wenn es dann ist, so von wegen sozial, dann wird es kritisch. Ja, das verlässt dann das eigentliche, ich habe ein Problem damit, dass du das so und so machst, weil aus den und den Gründen, diese Ebene wird dann nämlich verlassen, weil es geht dann ins Persönliche. Mhm. Kann man privat von mir aus machen, in der Öffentlichkeit nicht. In der Öffentlichkeit sollen sie sich schon auseinandersetzen. Es kommt halt drauf an, also das ist ja das Problem. Bei uns ist ja de facto erstmal fast alles öffentlich. Also klar, ne? Ich glaube, dieser Spruch, die auch in den Spiegel. Aber nicht dieses Du Arsch, geh mal arbeiten. Genau, das wollte ich sagen, das war auch ein Spiegelding, ja. Glaube ich, meine ich, oder? Was Sport? Wie auch immer. Aber das ist zum Beispiel eine Sache, die nicht geht. Der Sachverhalt, dass man das kritisch sieht, alles kein Thema, aber nicht die Art und Weise. Aber im Großen und Ganzen fand ich das eigentlich eher amüsant zu sehen, wie sich alle irgendwie da scheinbar drum drehen. Also ich fand, meine Güte, scheißegal, da zocken sich halt zwei Leute. Wenn die Presse mal dann wirklich in Gänsefüßchen Hinterzimmer gehen würde, wenn der Vorstand sich dort irgendwo trifft oder verabredet. Die Presse auch, wie viele Piraten sind denn um dieses Thema rumgezirkelt? Also wie die Bekloppten. Also wenn die Hälfte der Energie, die um so einen Scheiß sich dreht, mal da reingesteckt würde, irgendwie, zu gucken, Spenden zu sammeln, zu gucken, was zu machen, einen Infostand zu machen, zu gucken, Programm zu machen, statt irgendwie, also kanalisiert die Kräfte ein bisschen. Also ich finde das amüsant, ich gucke das auch irgendwie, das ist so meine, seitdem ich kein Fernsehen mehr habe, sind Piraten und Nerds und Internet und Twitter und tralala, irgendwie so diese... Du mischst dich aber nicht in die Diskussion. Ja, aber warum denn auch? Ja, also natürlich mische ich mich in Diskussionen ein, aber nicht in solche. Also, ja, weil dieses Problem betrifft da auch, wenn es in der Öffentlichkeit geführt ist, diese zwei oder drei Leute. Also eben. Die involvierten Leute, dann soll sie es doch machen. Ja, und wenn sie das irgendwie öffentlich machen wollen, naja, macht's öffentlich. Finde ich nicht gut, dann kriegt er halt meine Stimme nicht mehr für, wenn er jetzt irgendein Amt haben wollt, wo er in der Öffentlichkeit steht oder so. Aber meine Güte, macht doch. Aber Kinders... Ist das jetzt das Wichtige oder wir haben da noch diese Euro-Krise oder wir haben da noch das Sopa, wir haben da noch ACTA. Also es gibt ja auch noch durchaus, neben der sicherlich extrem relevanten, diese Person hat möglicherweise ein Problem mit der Charaktereigenschaft der Person Y, das ist ja auch hochinteressant und spannend, aber da gibt es ja auch noch durchaus andere Themenbereiche, in denen man sich widmen kann. Und das fand ich eigentlich am amüsantesten bei dieser Vorstandsgeschichte, was da irgendwie so... Ja, also ich habe das eigentlich fast immer nur über Mittler mitbeklagt. Ich Twitter läuft der ganze Kram ja durch, da kriegt man es halt mit beim Scrollen. Aber ich habe da jetzt irgendwie nicht so aktiv nachrecherchiert, genau die Geschichte. Also da gab es ja, der Vorstand hat ja echt ja viel geliefert für viele. Also seien es irgendwelche Bücher und seien es Rücktritte und seien es Gearbeiten und ein Arbeitsamtrücktritt und dies und jenes und tralala. Und da war ja viel Spaß dabei und alle haben sich irgendwie gefreut oder so, aber...
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da haben sich viel zu viele Leute mit irgendwas Unwichtigem beschäftigt. Nehmen auch schon. Ja. 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 Aber was auch schön ist, parallel dazu fand trotzdem noch ganz viel Arbeit statt. Und das ist eigentlich das Angenehme und das Schöne. Und so, so kannst du sagen, okay. Nur hat das nicht mehr so die Präsenz gefunden. Das ist halt das Traurige. Weil das ist echt traurig. Der persönliche Konflikt oder der Konflikt zwischen x Leuten weitaus höheren Stellenwert hatte, gepaart mit der nicht ganz so sauberen Wahrheit, sie haben kein Programm. Ja. Und auf der anderen Seite dort eine riesige inhaltliche Arbeit gemacht wurde in verschiedensten Bereichen, sei es jetzt auf Bundes- und Landes- und kommunaler Ebene. Das ist. Und es wird ja nicht. Ja, das auf jeden Fall. Aber wie will man damit umgehen, außer zu sagen, ist halt so. Also sich einmischen und sagen, ey, guck mal, ihr lenkt jetzt damit da und da ab, dann bist du halt genau in dem gleichen Blut drin. Deswegen bin ich eigentlich eher so ein Freund davon, kann natürlich voll in die Hose gehen, wenn es dann disparaten Dinge irgendwann gar nicht mehr gibt oder sowas. So, ja, lass die mal machen, komm, wir machen erstmal weiter irgendwie, was halt gerade anliegt und machen das, was wichtig ist und lass die. Es bindet ja auch teilweise effektiv ein gewisses Klientel an Menschen, die halt da ganz Spaß dran haben an solchen Debatten. Und die fallen ja dann nicht in der alltäglichen Arbeit in den Weg. Genau, also lass doch mal die alle irgendwie schreien über der stinkt und der stinkt noch mehr und wir machen halt. Richtig. Aber nichtsdestotrotz hat ja die ging es ja da selbst nach ging es ja dann richtig schön weiter. Ja. Genau, da dann hatten wir die Landtagswahl in Schleswig-Holstein im Mai. Genau, und ganze 8,2% in Schleswig-Holstein. Das ist der Fall, ja. Was also fast das Ergebnis von Berlin. 8,9 in Berlin, ne? Genau. Mhm. In einem Flächenland. Und was ja auch ganz cool ist an diesem Landtag in Schleswig-Holstein, ist ja, dass die Piraten da durchaus politisch auch eine Rolle spielen, anders als in Berlin, wo es ja so ist, dass die komplette Opposition ignoriert wird. Also was die sagen, interessiert halt von der Regierung her überhaupt niemanden. Und wenn da mal was Vernünftiges kommt, dann wird es halt abgelehnt und in veränderter Form von der eigenen Seite wieder eingebracht und dann abgestimmt. Gut, dann hat man auch irgendwie ein Ziel erreicht, aber das ist in Schleswig-Holstein halt eine andere Situation, wo es eben diese Regierung mit nur einer ganz knappen Mehrheit gibt und wo die Piraten schon immer noch ein Telefon. Ich pausiere mal. Zurück aus dem Telefon, aus der Telefonunterbrechung, nach der Telefonpause. Genau. Geringe Mehrheit. Genau, da hat die Regierungskoalition aus SPD und Grünen in Schleswig-Holstein nur eine sehr knappe Mehrheit. Und wenn es da irgendwie zwei Abweichler gibt, die nicht der Meinung der Koalition sind, dann sind quasi die Piraten als dritte Partei aus dem linken Lager dann schon ist das Zünglein an der Waage gegenüber der CDU und der FDP, die ja doch eher konservativ drauf sind. Und von daher haben die da irgendwie schon eine schöne Position in Schleswig-Holstein, so tatsächlich Politik mitzubestimmen. Auch mal ein bisschen ungünstiges Händchen. Aber ich glaube, das wird jedem passieren. So die letzte PM-Geschichte mit dem Antrag, der da so kam. In der Wahl, war das nicht Wahlprüfungsbeschwerde? Ja. Ja. Ja, das habe ich auch nicht so richtig verfolgt, die Geschichte. Da war ja irgendwie irgendein Antrag von der NPD in der Wahlprüfung. Da war, glaube ich, einer unter den Leuten, die sich da beschwert haben, war auch NPD-Mitglied. Und die Piraten haben sich mit angeschlossen an diese Klage. Ja, aber trotzdem mit der Info, ich sag mal so salopp, man möge mich korrigieren, auch wenn es die NPD ist, sind die Beweggründe und die Grundlagen nachvollziehbar und richtig, weswegen sie sich dieser Sache oder diese Sache mit unterstützen. Ja. Das war so der Kerntenor. Und dann ging es erstmal wieder heftig zur Sache im Twitter.
wie man es denn machen kann oder wie es sein kann, dass man da mehr oder weniger letztendlich dann mit der NPD zusammenarbeitet, auch wenn man es nicht tut, aber den Antrag unterstützt oder mit unterstützt. Ja, aber ich habe, also so wie, soweit ich das mitbekommen habe, war da unter diesen Klägern einer von der NPD und die anderen waren ja auch nicht aus der rechten Ecke. Von daher habe ich das dem auch nicht so viel Bedeutung jetzt beigemessen. Nein, mir ist das nicht. Das ist jetzt so schlimm. Doch. Ist die Geschichte. Ja und nein. Also ich weiß nicht, ich habe das auch nicht weiter verfolgt. Groß, außer das, was halt man eben so mitgespült bekommen hat. Und was ich nachvollziehen kann, ist die Argumentation, wir spielen nicht mit Nazis. Und wenn da irgendwie ein Nazi was Tolles macht, dann applaudieren wir dem nicht, weil er eben Nazi ist. Feierabend. Deswegen konnte ich da schon Stress irgendwie verstehen, aber ich weiß noch nicht detaillierter. Also ich bin ja da. Ist aber soweit bereinigt. Ja. Sehr vielen Hin und Her und sonstigen Sachen ist es soweit bereinigt, weil es fehlte auch wieder der Kontext, der sehr entscheidend war, um das auch darzulegen. Aber wieder eine gute Überleitung zum nächsten Thema, und zwar Cottbus Bekenntfarbe, haben wir ja auch schon mal kurz schon war sehr erfolgreich, muss man dazu kurz sagen. Erwähnt. Ja, war sehr erfolgreich in Cottbus. Das, ja, war es? Also, was weißt du da mehr? Na, zumindest insofern, ansonsten kann der OK vielleicht auch kurz was tippen dazu, insofern, dass es war, man möge mich korrigieren, ja auch zeitgleich mit einem, ich nenne es jetzt mal Aufmarsch, betitelt, und es wurde dort auch sehr gut dagegen gehalten, sodass dieser Aufmarsch nicht passiert ist. Ja. Da gab es ja in Cottbus schon mehrere Aktionen, inklusive Mitglieder, die eingekesselt waren und solche Sachen in den letzten Monaten und Jahren. Das ist neben Frankfurt halt auch eine sehr... Na klar, gerade im Südbrandenburg, da gibt es ja auch relativ viele rechte Aktivitäten. Ne? Ja, im Südbrandenburg, genau. Im Süden Brandenburgs. Ja, und dann hatten wir unser Landestreffen auch im Mai. Und das war ja, das war in Nauen. Und da haben wir quasi... Da war ich nicht mit bei, zeitlich. Ich war da. Das waren ja letztendlich auch ziemlich knapp stellenweise wegen Parteitag und so weiter, wegen Einreichungsfristen war es ja... um die Anträge, die man schon hatte, beziehungsweise Ideen. Mhm. Teilweise waren es ja wirklich nur Ideen, die dann vorgestellt worden sind, auch die Idee der Inklusion, diese dann zu besprechen und dann mehrheitlichen Tenor dann herauszugehen und daraus dann einen Antrag zu machen. Eigentlich war aber das Konzept so, dass man über fast fertige Anträge diskutierte, zum großen Teil, um zu gucken, wie ist denn so das Mehrheitsbild, wäre das Ding mehrheitsfähig oder nicht mehrheitsfähig, und wenn mehrheitsfähig das werden soll, wo hapert es? Genau. Es ist auch wichtig, solche Sachen durchzuführen, wegen der Diskussion selber. Geht gar nicht anders. Die brauchst du ja. Richtig, da haben wir quasi die Anträge für den Landesparteitag rund gemacht und wenige Wochen später war ja dann auch der Landesparteitag, aber da kommen wir später noch dazu. Und kurz darauf gab es dann schon die nächste Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, wo die Piraten auch mit 7,8% in den Nordrhein-Westfälischen Landtag eingezogen sind. Das waren alle drei Landtage oder Landtagswahlen waren eigentlich nicht geplant 2012. Und die waren dann quasi einberufen worden, weil die Regierungen dann nicht mehr funktioniert haben oder weil die Regierungen Neuwahlen quasi angestoßen haben. Und alle drei waren quasi aufgrund des Hypes, der da auch geherrscht hat, für die Piraten sehr erfolgreich. Und ging ja Schlag auf Schlag. Ne? Das hat natürlich auch, also dazu... Auch die Hilfe, die von unterschiedlichen Landesverbänden dann kam, sei es jetzt nur finanzieller Natur, wie auch Manpower, darf man ja auch nicht unerwähnt lassen, dass es einige Mitglieder im LV Brandenburg gab, die ja wirklich weite Touren gefahren sind, um vor Ort zu unterstützen. Sei es jetzt beim Plakatoffhängen, bei den
Infoständen, allgemein bei der ganzen Wahlwerbetour in den einzelnen Regionen, die da wirklich sehr viel Zeit und natürlich auch Geld investiert haben, dahin zu fahren und mehr oder weniger alles stehen und liegen zu lassen, weil es doch auch sehr, sehr, sehr kurzfristig und nicht so richtig planbar im Voraus war. Ich denke, mit mehr Planung und zeitlichen Vorlauf in vielen Sachen, die bevorstehende jetzt ist halt so eine Sache, neues Jahr und dann hast du noch den ganzen Feiertagsrummel und irgendwann ausklingen und viele machen da auch Urlaub in dem ganzen Zeitraum. Es ist zwar schwierig, aber ich denke mal, bei den Sachen, die uns hier so überrannt hatte oder überrascht hatten, dass die doch auch mit weitaus mehr Manpower klargekommen wären, mit einer vernünftigen Vorlaufzeit. Was man so planen kann. Ich meine, uns kann es ja auch jederzeit ereilen. Dass sich Rot-Rot nicht mehr so richtig einig ist und dann auf jeden Fall macht es bumm und dann. Wer weiß, wie auch so alles geht. Also, wir haben ja da. Weil das Flughafen-Thema, das spaltet ja die Roten auch, also auch innerhalb der Partei sitzt ja ganz... Wie ist der nicht im März eröffnet worden? Wir sind schon im Juni. Das ist doch seit März ist der doch da. Ja, aber du bist jetzt endlich. Achso, okay. Weil da haben sie X stehen lassen. 20 XXX. 20 XXX. 3 X, genau. XXX. Zur Sicherheit, genau. Und durch die vielen Wahlen haben wir dann im Mai auch die in Brandenburg die 1000-Mitglieder-Marke überschritten und sind quasi jetzt auch über 1000 Piraten in Brandenburg seit Mai. Und das ist natürlich auch immer eine tolle Hilfe gewesen, dass so viele neue Leute dazugekommen sind. Torben ist ja auch einer von den Leuten, die jetzt nach Berlin dazugekommen sind und die jetzt wirklich... aktiv dabei sind und wirklich toll unterstützen, so wie andere Leute auch. Ja, es hat sich ja zumindest in vielen Regionen wirklich auch positiv bewährt, weil dort Aktivitäten entstanden sind durch die vielen Mitglieder. Und das natürlich jeder nach seinem zeitlichen Gusto, wie es halt möglich ist. Letztendlich freut man sich immer über weitaus mehr Mitglieder, die dann auch die Grundsätze weiter mit nach vorne tragen, sodass wir dann auch immer weiter gemeinsam nach vorne schippern. Ja. Weil Ziel ist es ja alles umzukrempeln. Sprich, das, was sich so die letzten 50 Jahre so verkrustet hat, denn mal... Eine Frischzellenkur verpassen. Frischzellen, ja. Bestimmt nicht nur einschlagende Wege überdenken. Nicht nur Frischzellenkur. Ich glaube, wirklich... viele Sachen auch komplett auszutauschen. Ja. Weil ansonsten operierst du nur an einem System, was, weiß ich nicht. Nicht neue Wege gehen. Ja. Das ist auch das, was ich gerne Leuten entgegenhalte, die sagen, wir müssen uns professionalisieren und ich nach einem paar Mal Nachfragen so den Eindruck gewinne, wir müssen so werden wie die anderen, damit es professioneller läuft. Wo ich dann gerne dazwischen gleich und sage, okay, stopp. Wir müssen was professionalisieren, darüber streiten wir auch sehr viel. Ja, in gewisser Weise ja. Und zwar alles, was diesen ganzen Formalfu betrifft, ja. Alles, was so in Planung, in Gänsefüße-Management reinfällt, wie Veranstaltung und. Natürlich auch ein bisschen Verfahren, was so Anträge im Allgemeinen betrifft. Aber nicht, was die allgemeine Arbeit betrifft, genau. Weil... ja, ich glaube, keiner will ein Stück Holz auf der Straße stehen sehen, der professionalisiert stramm steht und dann irgendwas runterbetet, sondern dass er da ist und ein Mensch ist. Und das nach seiner Überzeugung hin auch darlegt, gedeckelt, das kannst du nicht in Form gießen. Die Prozesse sind ja auch alle weitestgehend unklar. Ich meine, da findet ja auch noch sehr viel Streit statt, was und wie. Und wenn der Transparenzbegriff, da kann man definieren, wie man mag. Da gibt es zumindest verschiedenste Auslegungen, wie und welche Tools, hatten wir eben auch schon angesprochen, genutzt werden und so weiter. Also da ist im Prinzip ja alles noch im Wandel und im Prinzip, weiß ich nicht, offener Beta-Test. Ja, das wird auch. Also, und das wird auch erstmal eine weiße. Ja, klar, natürlich. Was zum Beispiel bei den Piraten halt ein Unding wäre ein Delegiertensystem. Das ist halt auch was irgendwie nicht so zum Piratensein passt, aber das wäre quasi auch eine Art Professionalisierung, wenn die Piraten sagen würden: Okay, wir machen jetzt hier so ein hierarchisches System und da kann nur noch derjenige, der irgendwie den Segen seiner Basis hat, irgendwie zum Parteitag fahren und so weiter.
dann. Aber ich glaube, das ist nicht der Weg, den die Piraten einschlagen wollen. Und das ist eine Professionalisierung, die wir, glaube ich, hier alle drei nicht wollen und die meisten Mitglieder nicht wollen. Es muss sich aber was dabei gedacht werden im Allgemeinen, weil ich denke mal, wenn man ein bisschen mit offenen Augen schaut, also jetzt nicht mit Delegierten, das definitiv nicht. Es müssen andere Mittel und Wege sich erdacht werden, wie man die Beteiligung bei Parteitagen erhöht, sodass auch die Leute mitmachen können. Ja. Weil ich denke mal, spätestens Bochum hat gezeigt, dass auch wegen der Finanzwertigkeit des Pflasters, dass es dann doch immer mehr ins Eingemachte geht, ins Finanzielle und schon deswegen viele Leute dann nicht mehr teilnehmen können. Mhm. Und das ist aber eine Diskussion, die denke ich mal, hier nicht geführt werden kann, die global geführt werden muss. Ja, na klar, die wird ja auch gerade geführt. Richtig, wie man das im Allgemeinen macht, sei es jetzt nur irgendwelche mal in den Raum geschossen, ständige Mitgliederversammlungen, toolbezogen, nicht toolbezogen. Es gibt also ja so viele. Es gibt die dezentralen Parteitage. Oder dezentrale Parteitage, wo viele technische Aspekte eine Rolle spielen, die sichergestellt werden müssen. Und ob sie sichergestellt werden können, ist auch noch so eine Sache. Aber der Diskussionsprozess muss laufen. Aber der sprengt zeitlich hier vollkommen an. Ja, klar. Ein Schritt der Professionalisierung, den wir im Juni gegangen sind, war zum Beispiel die Neugestaltung der Landeswebseite, wo unsere AG Technik natürlich eine ganze Arbeit geleistet hat und da jetzt eine tolle Landeswebseite zur Verfügung steht. Aber da weißt du bestimmt am meisten, Micha. Weil, im Prinzip ist es ja, es gab ja dann irgendwann neue Design für die Bundeswebseite, die Corbini da mit vorbereitet hatte, bei allem und dran. Die war aber nicht so dauerhaft prickelnd, also was so von der Qualität her betrifft, weil Corbini ist ja nicht der Programmierer oder der Entwickler dahinter, sondern für das Design vorrangig zuständig. Und es gibt jemanden, von dem haben wir ja das dann noch auch geerbt und da gibt es auch seitens von UK einen sehr guten Kontakt eben halt zu X-Wolf, der das Template dann überarbeitet hat und das sehr schön anpasst nach, ich sage jetzt mal, Kundenwunsch. Also sprich, wenn Fehler da sind, weist zum Beispiel UK sehr häufig auf diese Fehler hin, dass die dann korrigiert werden im nächsten Release. Das funktioniert eigentlich sehr gut. Bis kurz davor hatten wir noch diese komische blaue Webseite, oder? Die blaue? Ja, das war ja Drupal. Ja. Ich glaube, das ist jetzt das komplett auch, alles umgestellt. Das hat auch gar nicht so recht gepasst. So nee, das passt auch nicht. Und ich denke mal, ein Punkt der Professionalisierung ist wirklich auch, dass wir zumindest versuchen, so weit wie es geht, unter CI, Corporate Identity, einen relativ einheitlichen Look dann auch aufzutreten. Macht es mitunter schwierig, festzustellen, wo bin ich denn jetzt hier? Bin ich jetzt auf der KV-Seite, auf dem Land oder im Bund oder was auch immer? Aber ich denke mal, das Ding war ein sehr guter Coup. Und warum auch das nicht übernehmen? Weil die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Die Technik von dem ganzen System dahinter bleibt ja nicht stehen. Und wenn du keinen mehr hast, der an dem alten Gewand dann basteln kann oder die Probleme beheben kann, ist es mitunter auch ein notwendiger Schritt gewesen, den man da eingegangen hat. Aber ja, das war so Beiwerk im Gänsefüßchen, der zwar sehr viel Arbeit gekostet hat und richtig schick aussieht. Und ich denke auch, dass sich die Leute, die daran involviert waren, das sehr gut auf die Fahne schreiben dürfen, dass es so gelaufen ist. Gleichzeitig in Vorbereitung mit dem LPT, den wir hatten. Ja. Weil es war ja so zeitgleich mehr oder weniger getimed, die ganzen Daten zu pflegen, zu übernehmen und alles vorzubereiten, sodass man dann mit einem Rutsch dann das auch alles neu dann präsentieren kann. Torben, ich knister jetzt einfach mal los hier. Zuckernotstand. Nee, der LPT in Luckenwalde, der war ja wirklich, was jetzt in der Vorbereitung und in der Durchführung her für einen Tag, war ja schon berauschend. Die Menge an Anträgen, 90 Anträge, oh ja, glaube ich, Pi mal Daumen, die wir bearbeitet haben. Und also das ist eine schiere Menge im Vergleich zu dem, was man
okay, auf Bundesebene oder sonstiges sieht. Weil zum einen war ja viel oder vieles vorher schon diskutiert, beziehungsweise die Meinung gefestigt, und zum anderen war auch die Versammlungsleitung selbst sehr, sehr an meiner Zeitplanung interessiert, dass wir dann auch so viel schaffen, auch in der Außenwirkung, die darf man ja niemals vergessen, wenn Presse da war, und da war doch einige Presse anwesend, nicht unbedingt das Bild der Chaotentruppe zu hinterlassen, sondern, oder wir haben kein Programm, Bild, sondern ey, wir können anders, und wir können das auch zielgerichtet anders, wie auch ja, inhaltlich, dass ein paar Sachen da sind. Tja, und vor allem auch insofern anders als die anderen Parteien, die dann, also zumindest die großen Parteien, die mit ihren Leitanträgen kommen, wo dann die Basis, die in Anführungsstrichen Basis, also die Delegierten nur noch zu oder ablehnen dürfen. Also das ist halt das, keine Demokratie so. Das ist ein Ding, was ich persönlich aus persönlichen Gründen niemals bei den Piraten sehen möchte. Ja. Dass irgendein Vorstand, weil er Vorstand ist, dann irgendwelche, als Privatperson kann das ja machen, aber jetzt, dass der Vorstand dann irgendwelche Anträge reinkippt, weil das so richtig schick und toll ist. Vor allem dann noch über x Themen hinweg am besten. Möglicherweise und dann ja, darüber dann so mehr oder weniger abgenickt oder abgestimmt werden soll. Ja. Ich denke mal, wenn man den Weg überhaupt versucht einzuschlagen, kriegt man den relativ schnell wieder raus. Das ist eine Sache, das ist eine Kopfsache, die da nicht stattfinden darf. Weil jeder kann ja auch, ob ein Vorstand oder nicht, kann sich ja überall beteiligen, aber einen Antrag dann einzukippen als Vorstand oder explizit als Vorstand die inhaltliche Arbeit mit durchzuführen, halte ich für schwierig. Ja, das ist auch ein Fall von Professionalisierung, der aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist. Richtig. Weil es einfach nicht demokratisch ist. Da ist es dann wieder nur irgendwie die Idee von wenigen, ganz wenigen Einzelpersonen, die da irgendwie abgenickt werden sollen. Mhm. Ja. So, dann kommen wir zum Juli, und jetzt haben wir jetzt wirklich die Jahreshälfte überschritten. Nach 2 Stunden Aufnahme. Weiß ich nicht. Ja, ich glaube etwa. Ja. Ja, und beim Abnicken waren wir, da sind wir mit der Hochschulgruppe ins Stupa eingezogen. Das war auch ganz witzig. Anfang hatten wir die Wahl, Ende waren wir gewählt worden mit 3 Leuten. Und seitdem schauen wir uns das Abnicken der Entscheidungen weniger Personen im Stupa an und schauen uns da die Parlamentsarbeit an. Da könnt ihr auch mal. Genau, da wurden ja gewählt Nadine, Markus und Hubert. Und ja, dadurch, dass Hubert ja im Moment nicht im Land ist, genau, ist Torben für Hubert nachgerückt. Mhm. Und Torben macht da auch einen ganz interessanten Podcast, den Stupa-Log, den kann man auch sehr empfehlen. Da kann man mal reinhören, was dann so im Studentenparlament in Potsdam so abgeht. Und da ist es mit der Demokratie auch nicht so wirklich. Das ist halt die Kinderstube für die großen Parlamente. Und im Prinzip läuft es da genauso ab wie in den großen Parlamenten. Und auch mit genau das gleiche Problem mit den Listen, die halt da eben auch Parteisurrogate sind oder eben halt tatsächlich Users, ne, ist ja dann noch Partei. Im Prinzip die Fehler, die im Großen passieren, siehst du da im Kleinen. Und dadurch, dass es halt eben so klein ist, wirkt es halt einfach nur ein bisschen lächerlicher noch. Also es geht tatsächlich noch. Steigerung zu dem, was man teilweise aus so Mündern von professionellen Politikern hört, ist ja schon für sich genommen sehr amüsant. Und wenn man das Gleiche dann nochmal so runter skaliert auf einen Stupa, dann wird es ziemlich lächerlich häufig. Aber kommt vorbei! Wir brauchen Leute. Also, ja klar, dafür zum Aufdenken ist das Einzige, was wir momentan machen. Wir sind zu wenig Leute, wirklich ein ganz kleiner Haufen. Wir versuchen einfach mehr oder weniger das Geschehen zu kommentieren. Sobald jemand da ist und Ideen und hat und was macht, also Solafrika ist so ein Projekt, was glaube ich in der Linie jetzt auch da reinbringt und so, das findet aber statt und so, aber ansonsten ist es wirklich eher eine Metabetrachtung und so wie die Verhältnisse da ablaufen, hört in den Podcast mal rein oder lest euch den Blogbeitrag dazu durch, ist eine Partizipation von so einer Kleinstgruppe wie den Piraten und der RCDS, die sitzen. Wir beide sitzen sozusagen als Koalition wir sitzen in der Opposition der Koalition gegenüber. Wir haben aber dadurch kaum Möglichkeiten, so wie es da halt auch abläuft, mit der Dokumentation, mit den Anträgen, mit den Absprachen, die da getroffen werden und so weiter. Also da ist im Prinzip unsere Anwesenheit ziemlich
egal. Und diese gesamte Veranstaltung an sich ist eigentlich ziemlich egal für den Ausgang, was ihr braucht. Ihr tragt aber da letztendlich den Gedanken transparent. Genau, wir trollen da ein bisschen, indem wir genau darauf hinweisen. Also es gab zum Beispiel so Dinge, die sind an Absurdität kaum zu überbieten. Es gab eine Wahl, Nachwahl für eine ASTA-Position. Und die Koalitionslisten, die bestehen aus einer satzungsändernden Mehrheit, muss man dazu wissen, haben dann gesagt, okay, wir machen kurz eine Koalitionspause. Und dann hat sich diese Koalition unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit den Bewerbern für die ASTA-Position zurückgezogen und 45 Minuten lang die 6 Leute von RCDS und Piraten warten lassen, um sich darüber zu einigen, wen sie denn da wählen würden. Und dann kamen sie alle wieder rein und dann kam die Kandidatenvorstellung auf die Tagesordnung. Das heißt, die Kandidaten, deren Wahl eh schon entschieden ist, weil das haben die ja gerade in ihrer Koalitionssitzung in der Pause gemacht, war also schon entschieden, war also absolut lächerlich. Und da kommen wir dann halt mit sowas so Trollanträgen, Geschäftsordnungsantrag, dadurch, dass er die weit überwiegende Mehrheit des Parlaments sich schon ein Bild machen konnte, ausführlich von den Kandidaten, könnten wir doch bitte die Vorstellung und Befragung überspringen und gleich zur Wahl kommen, sodass man also diese Prozesse so ein bisschen trollt. Das ist so das, was wir momentan da machen. Spiegelverhalten. Genau, und halt eben in dem Podcast ist es mal halt zusammengefasst und ein bisschen dokumentiert. Wir wollen da jetzt auch noch, Justus will da auch noch eine Infrastruktur aufbauen. Wir wollen versuchen, eine Art Dokumentenverwaltung vorzuschlagen. Das passt ganz gut zu dem, was wir eben hatten mit dem eigenen Auftritt. Da ist halt auch sowohl ASTA als auch Stupa benutzen uralt Software, die irgendwann mal irgendwer reingebracht hat. Keiner kann dieses Content-Management-System, glaube ich, mehr verändern. Alle nutzen es irgendwie so, aber das führt halt dazu, dass nicht mal die Beschlusslage dokumentiert ist. Also dass also da im Prinzip eine hässliche Seite ohne Funktion mit katastrophal wenig Inhalten da ist. Und das macht es halt auch alles irgendwie nicht einfacher. Und so Inhalte, wenn man sich in einer geschlossenen Veranstaltung befindet. Ja. Eben, genau. Es ist halt wirklich traurig, wie das da läuft. Aber im Prinzip auch nur ein Spiegelbild oder sagen wir so, es erklärt das Große, wenn man überlegt, dass im Prinzip da alles anfängt. Also ich würde einfach mal ins ohne nachrecherchiert haben, behaupten, dass jeder unserer Minister oder die meisten Minister, die wir in Deutschland jemals hatten, irgendwie genau so angefangen hat, irgendwie über Stupa und irgendwie so macht man halt so seine Karriere Häkchen. Und dass das halt einfach so dieser klassische Weg ist. Und wenn das die Kinderstube ist für die großen Parlamente, dann ist es echt, dann haben wir den Zenit noch nicht überschritten. Dann wird es nur schlimmer. Ja, aber danke. Okay. Weiteres Thema ist die Demonstration auf der Hanfparade von Berliner und Brandenburger Piraten. Wer hat es eingetragen? Ich nicht. Wahrscheinlich Sven. Ich auch nicht. Wahrscheinlich Sven als Thema, weil er war ja zusammen mit Thomas, glaube ich, dort bei der Parade. Mhm. Und die hatten ja den Wagen in dem Sinne gehabt, um das Thema selbst, was wir im IV haben, wie auch auf Bund, also Sucht- und die Drogenpolitik. Mhm. Kurz zuvor war der Landesparteitag, genau, wo wir dann auch in Brandenburg beschlossen haben, dass wir ein drogenpolitisches Programm haben. Um halt dort auch zu zeigen, okay, wir unterstützen das. Mhm. Daraus resultierend über die Presse AG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kommt ja dann zu dem Thema ja noch später ein Werk als Null. Nummer, bei der Presse heißt das ja Nullnummer, als Video, jetzt nicht speziell zu der Hanfparade, aber eben zu dem Thema. Es ist eine inhaltliche Position von vielen, wo Piraten vor Ort waren, denen das Thema am Herzen liegt und die dort Flagge gezeigt haben zu dem Thema. Genauso hatten wir auch so ein Beschluss gehabt bezüglich unseres Verfassungsschutzes. Das kommt aber dann später. Wir hatten ja vorher noch die Potsdamer Konferenz wegen Außen- bzw. und Europapolitik bzw. Politik der Piratenpartei. Das war eine beeindruckende Veranstaltung, fand ich. Die war sehr groß und man hat ja die Location genutzt, die nicht für den LPT dann nachher kam, aber dafür war sie, denke ich mal, genau richtig. Cool. Bis auf ein paar Punkte, die wird ja auch nächstes Jahr mit weiser Voraussicht da stattfinden. Das ist so ein wiederkehrendes, schon allein wie den Namen, wiederkehrende Konferenz ist, um dort auch inhaltliche Sachen auch ein bisschen öffentlichkeitswirksamer, aber auch inhaltlich in der Diskussion vorzubereiten für Bundesparteitage. Ja.
Es hatte ja zum großen Teil ja auch auf dem Bundesparteitag in Bochum geklappt. Mhm. Da sind ja viele der Sachen, die dort bearbeitet wurden bzw. diskutiert worden sind, kamen ja mitunter auch an. Ja. Zumindest der von Foti. Und das kam sehr gut an, das kam in der Presse sehr gut an. Auch wenn wir da ein bisschen zerrissen worden sind vom Bruder, aber das ist ja nochmal sein Stil. Also für den Stil war es noch sehr positiv, muss man dazu sagen. Du kannst nicht jedem recht machen, um Gottes Willen. Also, das sowieso nicht. Ich fand es irre, wie viel Präsenz überhaupt da war. Es war sehr viel Präsenz da, sehr viel bei Presse da, sowohl kommunal wie auch landesweit, natürlich auch bundesweit war Presse anwesend. Das hat schön, also medial hat es schön gerumst und ich denke, das hat sehr, sehr großen auch inhaltlichen Feedback gegeben, weil wenn man die Leute, die daran interessiert waren, da auf den Haufen gekriegt hat. Ja, ich glaube auch gerade dieser Vernetzungsaspekt ist da, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass die Leute sich auch mal über ein, zwei Tage eben so zusammenfinden an einem Ort und auch miteinander reden können und dann halt auch irgendwie verschiedene Gruppierungen, ihr macht, was macht ihr hier, PEU und weiß der Geier was, sodass sie sich da halt auch ein bisschen mal quer Dialoge stattfinden. Das ist, glaube ich, sicherlich alles sehr, sehr, sehr gut. Also ich die dritte, die wird dann wieder stattfinden, denke ich mal. Ich glaube, in Planung ist es schon, sodass nächstes Jahr dann 2013 dann mit der nächsten Potsdamer Konferenz schon, weil wegen Potsdamer Konferenz als Assoziation doch das weiter aufleben zu lassen und dass man an dem Thema eben auch dran ist. Ja. Also ein Sprung wie von der ersten zur zweiten werden wir wohl nicht nochmal machen. Ich war ja auch bei der ersten Potsdamer Konferenz, da haben wir alle zusammen in der Landesgeschäftsstelle gesessen und sogar auch nur unten im kleinen Konferenzraum und das war auch eine sehr gemütliche. War aber auch sehr gut, also zumindest presseseitig auf Landesebene, sehr gut begleitet. War auch gut begleitet. Und das war das nach der Berlin-Wahl oder vor? Ja, das war nach der Berlin-Wahl, meine ich. Also weil ich habe es das erste Mal, ich bin ja nach der Berlin-Wahl überhaupt dazugestoßen. Und das war so ein Highlight-Termin, den ich mir eingenotiert hatte, wo ich gedacht hatte, ach, da könnte ich mal aufschlagen, aber hatte niemanden, der mitgeht und ich traue mich doch nicht allein zu den verrückten Piraten. Deswegen war ich nicht da, aber habe da irgendwie mit so einem weinenden Auge gesessen ein bisschen. Das war zeitgleich mit der Interviews im RBB, was ich... Ja, stimmt. Was ich da mache. Also es war auch schon ein sehr gutes Treffen, aber es war natürlich ein wesentlich kleinerer Rahmen. Und es waren 30, 40 Leute, glaube Max, ne? Genau, und auf der zweiten Potsdamer Konferenz waren ja über 100. Mhm. Nee, es war auch sehr gut. Und ja, ich denke, man hat auch bei den Leuten, jetzt nicht den Parteimitgliedern, da einen relativ guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube auch. Das sind immer so die anderen Dinge, Leute, die stattfinden, wie eben, ja... So andere, also es gibt also bestimmte Termine, die sind für mich irgendwie ganz wichtige Dinge und diese Piraten, diese Potsdamer Konferenz hat auf jeden Fall für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich hoffe, dass sie auch. Was wir jetzt hier ganz vergessen haben und auch gar nicht in unserer Liste haben, ich weiß auch gar nicht, wann das Camp war. Das war im Sommer. Ja, August könnte sein. Ich glaube August. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ja, genau, wollte ich auch sagen, das und die Open Minds sind zum Beispiel auch so Termine für mich, die mir im Piratenkontext sehr wichtig sind. Also das Camp war über... Also Camp war auch sehr gut und das war in Brandenburg und da waren leider nur sehr wenige Brandenburger. Das war ein bisschen schade. War auch wenig gestreut vorher, muss man auch dazu sagen. Ja, das war auch wenig von Brandenburgern gestreut. Ja, war wenig gestreut und ich glaube, ohne mich jetzt hier so festzulegen, es war auch terminlich irgendwo Kollision. Es gab eine Kollision, weiß ich nicht. Ich meine, es gab irgendeine. Es gab terminlich eine Kollision. Kann sein, dass da irgendein Partei- oder Regionalparteitag oder sowas war? Ich kann mich da jetzt nicht fest... Thomas und Cornelius kamen ja später dann noch dazu und sonst sind wir beide da. Sonst war es in Brandenburg, ne? Ne, Raimund war auch nicht da. Raimund war ja... nachher um eine Ecke. Ja. Genau, das war... wo war das? 5.7. war es, ne? 5.7. passt es ja noch. Im richtigen Zeitpunkt, genau. Ja, also es war auch ein tolles Treffen, wo es um viele verschiedene Themen ging, wo die Piraten sich jetzt noch nicht so viel Gedanken zu gemacht hatten zu dem damaligen Zeitpunkt und was, denke ich, auch eine ganz gute Veranstaltung ist, wo ich auch empfehlen kann, jedem irgendwie dahin zu gehen. Wir hatten auch einen Podcast dazu gemacht, da kann man auch nochmal reinhören. Und wenn nächstes Jahr das Camp stattfindet, dann kann ich nur empfehlen, da hinzugehen. Da sind wirklich interessante Vorträge. Wollen die in ein anderes Bundesland gehen nächstes Mal? Weiß ich nicht, wo das nächstes Jahr. Also
Das ist, glaube ich, bisher immer irgendwie, das war, glaube ich, bisher einmal in Mecklenburg-Vorpommern und einmal jetzt in Brandenburg. Und da das ja auch von den Berlinern und Sachsen organisiert wurde, denke ich mal, das wird wieder irgendwie im östlichen Bereich sein, aber es kann natürlich dann auch irgendwie Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen oder Sachsen-Anhalt oder so. Also halt irgendwo eine Location, wo man draußen zelten kann, campen kann, sowas, was eben zum Camp, zur Campplatz passt. Und wo man sich dann interessante Vorträge anhören kann oder eben auch einfach nur rumsitzen kann. Ja, und auch mit den Menschen reden kann. Genau, das ist auch das Wichtige. Genau, also coole Sache und nicht so förmlich wie ein Parteitag. Und passend dazu jetzt wieder ein Parteitag, und zwar den in Eberswalde. Und da haben wir ja unseren neuen Landesvorstand gewählt. Und wer wurde da so gewählt? Der Michael wurde wieder zum Vorsitzenden gewählt. Klara zur stellvertretenden Vorsitzenden, Eik Lamme Schatzmeister, Gensek ist Holger, Paul GF war dann Veit. Und dann haben wir noch Nadine und Thomas dann als Beisitzer, beziehungsweise Beisitzerin. Genau, das war der erste Tag. Genau, Schiedsgerichtswahl, und konnten aber trotzdem noch Programmanträge, soweit es zuließ, zeitlich dann auch noch abhandeln. Also da haben wir ja auch in den Pausen, am ersten Tag, in den Auszählungspausen und in den und am zweiten Tag eben das auch noch die komplette Antragsliste beschlossen und alles abgestimmt. Das war dann immer so viel. Ja, wir hatten da auch alles, das komplette Programm abgestimmt. Stimmt. Wir hatten ja auch die Justizanträge gehabt, ja. Da wurde ein Großteil dann zurückgezogen, weil das noch nicht so fit war und weil das auch auf Landesebene nicht so richtig verpasst hat. Beziehungsweise eine komplette Ablehnung doch ein bisschen vernichtender Schlag gewesen wäre. Weil, kommen wir wieder auch so zu dem Punkt Außenwirkung. Es gibt Anträge, die muss man ablehnen, aber es gibt auch Anträge, die vielleicht gut gemeint waren oder sind, aber noch nicht die Reife oder die Qualität haben. Und es passiert schnell in der Presse wird abgelehnt ein Antrag X, der vielleicht irgendeine grundlegende Richtungsweisung oder Position gehabt hätte. Mhm. Weil der abgelehnt wird, wird dann gleich suggeriert, Piraten sprechen sich gegen X aus durch eine Ablehnung. Genau. Und da war sehr gut auch eingelenkt worden, dass die Anträge dann lieber zurückgestellt werden, beziehungsweise zurückgezogen, um sie qualitativ zu überarbeiten dann erneut dann einzureichen. Weil dadurch, dass man immer mehr im Auge oder im Blickfeld von den Medien ist, muss man wirklich auch gucken, dass man muss sich teilweise reinversetzen können oder nachvollziehen können, dass bestimmte, obwohl es eigentlich ganz anders gemeint ist, du kannst ja nur mit Ja und Nein abstimmen, dass aber eine Ablehnung des Antrags kriegt die Presse nicht zwingend immer die Begründung mit. Genau. Warum? Klar. Machen sich die Mühe, da gibt es einige Beispiele im Land Brandenburg, die das auch wirklich dann auch darlegen, warum das abgelehnt wurde. Aber zu schnell kommt dann, weiß ich nicht, der DPA oder der DAPD-Artikel und dann steht, ja, und lehnten ab XYZ, und das wäre ja gerade so was Revolutionäres gewesen. Ja. Und dann stehst du dann da, ja, aber da musst du wieder erklären und Erklärungsversuche bringen, weil du dich fragst, ja, warum habt ihr den nicht annehmen? Das wäre genau der richtige gewesen. Ja, weil der qualitativ nicht so toll war. Ja, ja, das ist doch egal, ob sie annehmen. Ja. Ja. Mit der Ablehnung signalisiert man, man will das nicht. Klar. Das ist, gibt so eine witzige Korrelation jetzt aktuell bezüglich der Quellen TKÜ, also dieser Überwachung. Das ist ja diese Staatstrojaner-Geschichte, genau. Also ja, aber ja, genau. Und da hast du auch das Problem, dass die jetzige Rechtslage eigentlich nicht ausreicht und schlecht ist. Dann hast du die konservativen Parteien, die das aber zum Teil nicht einsehen und sagen, nö, es geht schon mit der Grundlage und das machen wir, fragt man nicht nach, machen wir. Und wenn dann jetzt die Opposition sagt, sie möchte das gesetzlich richtig regeln, dann wäre das ja eine Verbesserung des Status quo. Aber in dem Moment, wo sie das machen, steht dann in der Presse, Partei XY fordert Quellen-DKU oder fordert Telefonüberwachung im Internet oder sonst irgendwie sowas. Ist ja dann inhaltlich richtig, aber eigentlich versuchen sie nur etwas, was
schon jetzt dann in einem nicht rechtlich geregelten Rahmen stattfindet und deswegen böse böse ist, in einen rechtlichen geregelten Rahmen zu bringen, was auch noch böse ist, aber ein Fortschritt. Also die Richtung würde dann nicht erkannt werden oder würde dann verkannt werden. Jein. Also mein was jetzt gemacht wird, gibt es kein Gesetz für. Genau. So, das heißt, eigentlich dürfte es gar nicht sein und dürfte auch gar nicht verwendet werden. Ja, und drum und dran. Genau. So, man schafft eben nur einen Rahmen, dass sie es dann offiziell dürfen, was sie vorher inoffiziell gemacht haben. Genau. Also die, die es jetzt aber inoffiziell machen, behaupten ja, dass es geht. Das ist ja das Schöne. Also, ja, es gibt ja, man muss die juristischen Meinungsstreits ja dann auch immer mal genauer anschauen, was mit den Herrschen und was die Mindermeinung ist. Und momentan stützt sich eine überwiegende Parlamentsmehrheit im Bundestag, von zumindest Parteien, stützt sich auf eine eher verschwindend geringe Mindermeinung in der Justiz, was, glaube ich, 100a ZPO ist es, glaube ich, der Quellen-TKÜ regeln soll, nach ihrer Ansicht. Also da ist halt irgendwie, aber egal, das ist jetzt zu juristisch. Ja. Außerdem falsches Thema. Ja. Und dann hatten wir im selben Monat die Sicherheitskonferenz in Blankenfelde, da war ich nicht dabei. Ja, die war initiiert von begleitet von Piraten aus Tetofling, die im AK Polizei bzw. AK Sicherheit da tätig waren und hatten sämtliche oder viele Leute, unter anderem auch vom Verfassungsschutz angeschrieben, ob sie halt bei der Sicherheitskonferenz dabei sind, um über unsere Forderung, kein Verfassungsschutz bzw. Abschaffung des Verfassungsschutzes, natürlich unsere Position zur Polizeistrukturreform da zu diskutieren mit Vertretern der beiden Gewerkschaften der Polizei und mit denen, die involviert sind, inklusive zwei RD3 Mitglieder des Landtages. Das war der Jürgen Marisch, das war die Sabine Nils und der Götz Otto, FDP, wir kommen gerade nicht auf den Namen. Götz. Ebenfalls, moderiert wurde es dann von Bastian. Die Vorbereitung, da waren bis auf die Technikseite, muss man kritisch sagen, war es nicht so ganz. Auch das Ambiente war nicht so zwingend passend. Es war so kurz auch noch zur, von der Optik her, Oktoberfest-like. Und, ja. Das Ambiente war nicht so schick, aber es gab einige Gäste damit dabei, unter anderem auch Presse. Und es gab auch eine sehr große Diskussion, mitunter immer auf der Grundlage, dass einige Fragen nie so richtig beantwortet worden sind vom VfS. Verfassungsschutz. VfS? VfS. Okay. Und zwar zum Beispiel in die Geschichte, das war ja der Versuch des Herausstellens, was rechtfertigt die Existenz des Verfassungsschutzes, wenn wir eine entsprechende, natürlich kontrollierte Trupp bei den Polizeien haben, die das übernehmen kann. Was ist dann die Existenzberechtigung dessen? Weil sie ja immer sagen, ja, es gibt halt nur bestimmte Sachen, die können nur wir. Ja, aber das kann die Abteilung da auch. Was ist dann also die Existenzberechtigung? Und darauf wollten die nie so richtig anspringen. Die NDLs, die dann auch rein zufällig alle auch noch im Kontrollgremium saßen, wenn wir hier Akten angefordert haben, haben wir sie immer sofort gekriegt. Aber der Punkt war, sie mussten sie anfordern. Das heißt, wenn sie nicht explizit nachgefragt hätten, wir haben sie auch immer gekriegt, aber wenn sie nicht explizit nachgefragt hätten, hätten sie die Infos so in der detaillierten Form auch nicht gekriegt. Ich glaube, da gibt es auch eine Aufzeichnung, wenn ich mich nicht irre, die man sich da sehr gerne anhören kann. Ja. Weil sie war mitunter fruchtbar. Unter anderem auch die Darstellung des dazugehörigen Ministeriums, spezifisch bei der Polizeistruktur. Das ist das Ministerium für Staatssicherheit, richtig? beziehungsweise auch innerhalb von den Gewerkschaftsvertretern, die zur Polizeistrukturreform einfach mal so teilweise auch wirklich erschreckende Zahlen geliefert haben, wie der aktuelle Krankenstand zum Beispiel zu dem Zeitpunkt war, was effektiv von denen, die eigentlich auf die Straße gehen sollten, 30, 40% von denen, die eigentlich Dienst hätten,
überhaupt Dienst machen und der Rest schon aus gesundheitlichen Gründen, also nicht jetzt Urlaub, sondern aus gesundheitlichen Gründen, teilweise auch aus psychischen, also wegen Überbelastung und sonstigen Sachen, gar nicht mehr Dienst schieben, beziehungsweise krankgeschrieben sind. Und das dann noch mit diesen mobilen Leitwagen, mobilen Zentralen im märkischen Outback dann versucht wird, dann noch irgendwie elektronisch zu arbeiten und die Akten elektronisch dann zu machen. Und ja, es war nirgendwo schlüssig und in gewissen Bereichen gab es wirklich dann auch Überschneidung in der Forderung in Piraten und Gewerkschaften, also bezüglich der Polizeistrukturreform. Die VfS-Sache ist nie so richtig, ja, gab ja kaum richtig Antworten. Immer erzählt, ja, die FDGO, die Freie Demokratische Grundordnung, da passen wir halt auf, wenn eine der Säulen und allem drum und dran beschritten ist, dann werden wir tätig. Und sie sind ja nur, keine Ahnung, insgesamt maximal. Hört man dann Aufzeichnung. Es waren nicht viele. Es war knapp 2- zu 3-stelligen Bereich insgesamt mit Informanten, die da tätig sind oder angestellt, wie auch immer. Also richtig aufpassen tun sie ja auch nicht, wenn man dann mal man hat ja mitbekommen, dass irgendwie Leute bei den Grünen vom Verfassungsschutz beobachtet wurden und dass Leute bei den Linken vom Verfassungsschutz beobachtet wurden. Aber aus der CDU, wo es durchaus Berechtigung gibt, dass da der ein oder andere beobachtet werden könnte, da gibt es dann keine. Über alle Zweifel haben. Das ist über alle Zweifel haben. Ja, dazu gab es auch einen tollen Talk von zwei Leuten, ich glaube aus Sachsen. Jetzt auch im Kongress, auch die beide im Ermittlungsausschuss sind, eine Journalistin und einmal die Tochter von dem Pfarrer, der da so gerade terroristische Umtriebe in Sachsen da führt, weil er auf Demonstrationen gegen Nazis war. Und die berichten da so aus Zuständen vom Verfassungsschutz und das ist skurril. Und ich war am Anfang, als wir diesen, ich habe diesen Antrag auch zugestimmt, diesen Verfassungsschutz abschaffen, aber eigentlich mit so einem Gefühl, naja, also vielleicht braucht man den, vielleicht kann man da ja noch was retten und so. Mhm. Und wenn du aber jetzt irgendwie, ich meine, du siehst es ja aus allen Ländern, was da passiert, also da scheint irgendwie, die scheinen sich in jedem Bereich auf dieses V-Mann-System zu verlassen. Das heißt, die kriegen von allen terroristischen Bedrohungen, die uns so vor der Haustür stehen, irgendwelche Lügenmärchen, die sie erzählt bekommen wollen, erzählt gegen Geld. So in allen Bereichen, das ist nicht nur bei den Nazis so. Und dann kommen da so Storys. Da fasst du dir an den Kopf und denkst, das ist jetzt nicht wahr, das ist Asterix und Obelix. Also so, ja, der Chef des Verfassungsschutzes in Sachsen wurde zum Beispiel des Öfteren mit dem Fahrrad durch die Gänge fahren sehen in den Büros. Und auf die Frage, warum denn mit dem Fahrrad durch die Gänge, neue Dienstfahrräder zur verdeckten Ermittlung getestet. Also bei den ganzen, ich habe rechts und links verwechselt und die falschen Akten geschreddert und hupsala und hier ist wieder was weg und wir haben es nicht mitgekriegt. Ach tralala, ich saß im gleichen Café, als da jemand ermordet ist, aber huch, da wurde jemand ermordet. Und also das dieser ist gar nicht aufgefallen. Was ist dieser ganze Scheiß, der da hochkommt? Ich glaube tatsächlich, es ist traurig, weil ich vermute, wenn wir die Läden dicht machen, da wird nichts noch vermittelbar sein. Vielleicht kann man noch ein bisschen von der Technik bei eBay versteigern oder so. Aber ich glaube, dass das echt verlorenes Land ist. Also das muss man einfach mal einsehen. Okay, danke. Da müsste man, also wenn, und ja, ich bin auch eher dafür, gerade die Polizei, das ist ja auch ein Riesenproblem, dieses Zurückziehen aus der Fläche. Und da treffen dann ja andere Strukturen hin, ne? Sei es irgendwie in der Jugendarbeit, wo dann entsprechend Vereine oder Parteien aus dem rechten Spektrum eben genau das machen. Jugendfeste organisieren und so weiter. Und das hörst du ja auch von den Leuten dann fort. Ja, die kümmern sich wenigstens so um uns. Und wo ist ja der eigentliche Staat? Ja, Gemeinden wurden zusammengelegt, es gibt jetzt mal ein Büro da hinten noch und die Polizei, die ist im 3 Orte weiter und das ist der eine Dicke, der halt, wenn er gerade zu fest gegessen hat, nicht mehr vorbeikommen kann und dann ist da halt irgendwie nichts mehr. Also der Staat zieht sich da ja überall zurück. Also deswegen, die Sicherheitskonferenz fand ich sehr spannend, weil ich die Aufzeichnung habe. Gut, die legen wir noch nach, den Link den zur Link, Aufzeichnung, ja. Den habe ich jetzt hier noch nicht drin. Also ich glaube es, wie gesagt, dass es den gibt. Meines Erachtens muss es den geben. Mhm. Okay, und dann hatten wir noch die, was du ja schon angesprochen hast, die tolle Wahlkampfunterstützung, die es ja aus Brandenburg gab und die sogar bis in die Niederlande ging. Da gab es halt einige Piraten, so zum Beispiel Jürgen und Veit, die da zusammen mit immer wieder einzelnen anderen Piraten, die sich engagiert haben in die verschiedenen Landesverbände und auch nach Holland gefahren sind oder in die Niederlande gefahren sind, um da beim Wahlkampf zu unterstützen, Plakate aufzuhängen, und das war wirklich eine tolle Sache. Und
Dafür müssen wir einfach nur mal kurz irgendwie Danke sagen oder so. Yay! Yay! So, und jetzt kommen wir zum Jahresende. September. Quasi September bis zum bitteren Ende. Und im September hatten wir in Potsdam auch diese Potsdam bekennt Farbe-Geschichte. Oder Potsdam bleibt bunt, hieß das, glaube ich, bei uns? Ja, ich weiß nicht, ob bunt Farbe ist, egal, genau. Überhaupt auf nicht Fall, war, dass wir eine Nazi-Demonstration blockiert haben. Auf jeden Fall soll es da eine NPD-Demonstration geben, die aber von vielen Leuten, vielen Potsdamern und auch von vielen Piraten unterstützt dort nicht zustande kam. Und stattdessen gab es dann irgendwie so Feste für die Vielfalt. Genau. Das war ja dann das Potsdam, das heißt das Bündnis nicht Potsdam, bekennt Farbe. Ich meine, ich dachte, das heißt auch so, ich weiß kann sein. Das so. Oder dann auch unser Oberbürgermeister sein Fähnchen getragen hat. Ja, der war ja auch dabei. Und alle anderen irgendwie auch. Ja, war auch sehr schön. Ja, war auch ein schönes Wetter und ein schöner Tag und Tag. War ein bisschen immer die Gefahr, macht die Polizei jetzt den Weg frei, wird es jetzt noch irgendwie ungemütlich, aber ist alles gut also verlaufen. Und sie haben keine Platzverweise erteilt, ne? Sie haben nur verfügt, dass jetzt da irgendwie wahrscheinlich demnächst irgendwie mal geräumt werden könnte, aber ich habe keinen Platzverweis ausgesprochen bekommen. Nein. Glaube ich nicht. Soweit ist es nicht. So langweilig. Was es noch gab im September war der Opt-out-Day, den wir ja auch schon ein paar Jährchen machen. Und da kann ich mich erinnern, in Potsdam war das nicht ganz so schön. Nee, das war scheiße. Also, das war schon okay, aber man hat gemerkt, dass die öffentliche Wahrnehmung der Piraten sich geändert hat. Es war bei weitem nicht mehr so viel, also wie bei den Ständen davor, also so viel positives Feedback, sondern es war eher auch so, komm, lass mir mit den Piraten in Ruhe Feedback. So, ihr seid doch auch alle so gleich, ihr seid alle gleich, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall nicht ganz so groß, aber an sich die Aktion, wenn man dann ein paar Leute hatte, mit denen man gesprochen hat, war es schon ganz gut, weil es ging ja weniger darum, den Leuten zu sagen, hier, wir wollen dir was verkaufen, unterschreib mal hier, dann kriegst du die Waschmaschine, sondern wissen sie eigentlich das? Und es war ja, ja. Dieser Aufklärungsgedanke stand im Vorbild. Und das war das zeitlich auch passend mit dem Meldegesetz? Ja. Ja, ne, das war nach dem Meldegesetz-Ding da. Das musste man auch den Leuten erklären, dass es was anderes ist, als das, was da, wo es diese Meldegesetz-Debatte im Bundestag gab. Da gab es ja vorher zur Erklärung dieses 57-Sekunden-Abnickverfahren während eines Deutschland weiß der Geier was spielt. Fußball, genau. Und da haben wir den Opt-out-Day eben auch gehabt. Stimmt, das war ein landesweiter Opt-out-Day. Ganz richtig, genau. War sogar bundesweit, oder? War das nicht bundesweite Aktion? Der war also die bundesweit. Also bundesweit war auch der Frühling der Freiheit war eigentlich auch mal eine bundesweite Aktion, aber ich habe nur mitbekommen, dass Brandenburg da was gemacht hatte. Jetzt in diesem Jahr. Ja. Aber beim Opt-out-Day gab es mehrere Landesverbände, die das auch gemacht haben. Ja. An dem Tag. Genau. Ja. Wir konnten schon einige Leute davon überzeugen, dass sie dann mal gucken, wo sie da überall eingetragen sind und sich da jedenfalls bei den richtigen Stellen austragen, wo sie keine Informationen weitergeben wollen an Dritte, die irgendwie die Meldedaten haben wollen. Mit den Menschen, mit denen man ins Gespräch kam, war es eigentlich in der Regel sehr gut. Ja. Also da doch auf jeden Fall. Aber es war halt eben, man hat gemerkt, dass es nicht mehr ganz so fluffig lief wie mit den anderen. Also man musste schon auf die Leute zugehen und musste sich auch mal wieder motivieren, nach dem dritten unfreundlichen, dass mich in Ruhe nochmal ein viertes Mal auf die Leute wieder zuzugehen. Zumal ja dann auch im Nachgang, teilweise vorher und auch im Nachgang, wie es auf alle Fälle OHV im Kopf noch hängen geblieben. Mhm. Dort ja auch Anfragen gestellt worden sind bezüglich Verkauf von Meldedaten und die Einnahmen, die sind teilweise nicht mal so richtig, also auf welcher Beweggrundlage das gemacht wurde, aber
teilweise erschreckend war, wie viel Datensätze letztendlich schon mal geflossen sind und letztendlich in den Haushalt mit reingegangen sind, in ihren eigenen, dass das ein sehr florierendes Geschäft mitunter ist. Früher waren es ja die CDs, die dann verkauft wurden von irgendwelchen Datenhändlern. Da war das Ausmaß, denke ich mir mal, noch nicht ganz so gravierend, dass der Staat ja komplett... Ja, das ist ein gutes Geschäft. Also Berlin setzt 3,5 Millionen im Jahr etwa um. Ich glaube, 3,3 Millionen Euro hat Berlin im Jahr 2011 an, oder 2010, das weiß ich nicht, aber so bei der Opt-out-Day-Seite standen das ja auch an Geldern umgesetzt, nur mit dem Verkauf von Meldedaten. Mhm. Und Städte, die vergleichbare Größe hatten wie Potsdam, das waren so die Zahlen, die ich mir so in meinem Fact-Vorbereitung mehr eingebläut habe, vergleichbare Größenordnungen wie Potsdam haben so 300.000 Euro oder sowas im Jahr an Einnahmen durch die Meldedatensätze gehabt. Von Potsdam selbst hatten wir keine Zahlen und haben auch keine Anfrage gestellt bisher. Aber es gibt eine schöne, dieses Blog werde ich, können wir verlinken, da gibt es eine schöne Sache, wo unter anderem auch ganz viele Anfragen an Gemeinden, wie sie das denn handhaben und so weiter drin sind. Aber die sind eher parlamentarisch, also es ist ein bisschen zu umfangreich, glaube ich, für eine Informationsfreiheitsanfrage. Aber da wäre vielleicht mal die Überlegung, in die Richtung mal die Behörden anzufragen, indem man das aufsplittet in ganz viele kleine einzelne Anfragen und das einfach verschiedene Leute vielleicht mal Fragen stellen lässt, um dann mal so einen Überblick zu haben. Das sollte allgemein vielleicht auch gepiekst werden. Mhm. Wie wird es ja handhabt? Weil die müssen trotzdem ja über ihre Einkünfte ja Buch führen in Gänsefüßchen. Ja. Wie viel die wirklich tatsächlich da mal vertickt haben. Mhm. Und die Zahlen, auch wenn sie jetzt nur in Gänsefüßchen fünfstellig sind, das sind aber verkaufte personenbezogene Daten. Ja. Und ich bin gezwungen, also ich jetzt im Vergleich für alle, bin gezwungen, mich zu melden. Mhm. Das heißt, da liegen meine Daten vor und die verkloppen das einfach. Ja. Das kann es nicht sein. Das ohne zu fragen. Genau. Ja, von daher wäre ein Opt-in-Verfahren an der Stelle sinnvoller. Und das hat man ja kurzfristig aus dem Meldegesetz rausgeholt. Das ist jetzt auch bundesweit aus Versehen. Wir haben hier, Bastian hat hier gerade noch einen Link gepostet. Also es war schon in einigen Landesverbänden, dass da was gemacht wurde. Ich habe hier auch was Stände in Hessen und Mecklenburg-Vorpommern und Bremen gesehen. Genau, habe jetzt nicht alles durchgeklickt. In Brandenburg war es in Cottbus, in Schwedt, in Potsdam, wie gesagt, in Strausberg, in Königs Wusterhausen, in Frankfurt-Oder, in Teltow und in Eberswalde. Also an ziemlich vielen Orten in Brandenburg hatten wir dann gleichzeitig diesen Opt-out-Day und das war eigentlich auch eine ganz gute Aktion. Und ich denke mal, wir konnten da schon so ein paar hundert Leute erreichen, denke ich mal, mit der Sache, die dann und darüber aufklären. Ja. Ja. So. Nächstes Thema im September war dann auch schon dieses Video, was du kurz angesprochen hast, genau. zur Suchtpolitik. Also, das ist ja in der Brühe mit entstanden, hier durch Sven, genau. Der dort ja auch tätig ist in dem Bereich, also im Filmbereich, TV, und zusammen mit ein paar anderen Piraten dort einen Dreh gemacht hat. Link wird ja dann noch zur Verfügung gestellt, beziehungsweise ist ja hier im Pad letztendlich da. Zum Thema Suchtpolitik bzw. Sucht. Ich für meinen Teil finde das ein sehr gutes Video, vielleicht ein Tick zu lang, aber wir haben da auch im Nachgang ein bisschen gesammelt, so das Feedback, also was ist gut, was ist schlecht, ist es zu lang für eine Rezeption, für eine Aufnahme von dem eigentlichen Punkt. Es gab mitunter auch mal den ein oder anderen widersprüchlichen Punkt, oder Punkt, nicht widersprüchlichen Punkt, dass es nicht zwingend das ist, was programmatisch beschlossen wurde, also von wegen Freigabe von Drogen im Allgemeinen, was so der letzte Kernsatz ist. Ich für meinen Teil fand es sehr gut gemacht, war ein Pilot, weil anvisiert ist es zu vielen, teilweise vielleicht auch schwer verständlichen Themen, das auf einer anderen Ebene als nur Text rüberzubringen und eben halt zu verbreiten, dass es leichter verständlicher wird, weil man eben mit Ton, mit Bildern und so weiter hantieren kann und den Sachverhalt versuchen kann, besser zu schildern. Also ich fand es auch sehr gut und ich fand es jetzt auch nicht zu lang, weil also
Es ist ja kein Wahlwerbevideo. Genau, es ist kein Wahlwerbevideo. Es ist ein Erklärungsvideo, worum das geht. Das war schwierig, immer zu erklären, weil ja, es ist zu lang und blub, blub, blub und Kosten. Ja, es hat nichts mit Wahl zu tun, sondern es ist ein begleitendes Instrument oder ein begleitendes Medium, um unsere Inhalte. Wir können alles drucken, wir können machen und hier unser Parteiprogramm und so weiter, aber kommt das auch da an? Und wenn die dann lesen, sind für die Freigabe von X oder sonstiges, ist es genau das, was bei den Leuten da ankommt. Jeder interpretiert den Text anders, was man eigentlich sollte, aber das ist nun mal so. Und in so einem Video hat man die Möglichkeit, noch ein bisschen mehr Message mitzugeben. Genau, und, genau. Um auch eine Grundstimmung und natürlich auch eine Meinung darzulegen, weil der Wüter ist Rechtsanwalt selber aus dem Verkehrsrecht, der vielleicht das ein oder andere damit zu tun hat und hat seine Sicht der Dinge geschildert und warum er es persönlich so sähe, dass eine etwas liberalere Politik dort an der Stelle gefahren werden sollte, bevor man anfängt, immer weiter zu kriminalisieren. Ich fand es sehr gut gelungen, technisch auch sehr gut gelungen. Ja, das fand ich auch. Sehr viel Fleiß drin und da steht jetzt zumindest als nächstes, oder erstmal als nächstes Videoprojekt ja die beiden Listenkandidaten an, jetzt im Januar, wofür wir noch, was ich am Anfang gesagt hatte, mit der Pledge, was ich eingeschoben habe, natürlich dann noch Geld brauchen. Damit wir das Video-Equipment begleichen können. Und ich denke mal... Und wie viel Geld wird da gebraucht? So circa 200 Euro pro Einsatz. Okay. Also sprich, das ist ja so der letzte Bahn, 180, 187 Euro oder so ähnlich, was die Ausleihe und die Nutzung des Schnittplatzes dort in dem Betrieb, wo er tätig ist. Also ganz normal auf Rechnung, weil seine Zeit wird nicht berechnet, weil er das... Ja, klar. Privat freiwillig macht, aber die zur Verfügung gestellte Technik. Und ja, das wird das nächste sein, damit wir auch so einen Imagefilm von den Kandidaten dann noch haben zur Bundestagswahl für die Landesliste. Da gab es, glaube ich, schon ein Gespräch jetzt vorab und jetzt ist halt Termin und die Kostenfrage steht jetzt irgendwann dann 2013 an. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, hier im Chat ist noch geschrieben worden, der Paradigmenwechsel von Drogenpolitik zur Suchtpolitik. Ich glaube, das finde ich eben auch an unserem Programm an der Stelle so gut, dass man wirklich mal auf das Problem eingeht. Also nicht auf den Stoff, der irgendein Problem verursacht. Aber wir können jetzt nicht anfangen, mit den Problemen uns zu beschäftigen, wenn wir es doch viel besser drauf haben, die Symptome auszublenden. Ja. Alter. Jetzt kommen wir doch nicht mit sowas. Was ist das für eine Scheiße? Traumtreuschen. Weil es gibt ja nicht nur die Sücht, die stoffgebundenen Süchte, es gibt ja noch andere Süchte. Und die fallen halt auch komplett hinten runter, wenn man nur sagt. Internetsucht zum Beispiel. Oder sowas da. Ja, Spielsucht. Spielsucht. Obwohl Spielsucht versteht man ja allgemein dann doch das mit dem Geld verbundene. Nicht zwingend. Ja. Es gibt ja auch sehr viele... Sehr viele Amokläufer, ja, zum Beispiel. Ja, sehr viele Amokläufer. Ja. Mit Angst. Bei dem letzten haben sie keine Spiele gefunden, ne? Und auch keine Metal-Musik. Sie werden noch was finden. Von daher müssen sie jetzt auf den Waffengesetzen rumreiten. Nein. In irgendeiner verschlüsselten Datei werden sie was finden. Ja, wahrscheinlich ist da irgendwo was zu finden, dass man weggehen kann, dass eventuell die... Aber genau der letzte Punkt ist ja auch wieder sprechend dafür, Inklusion im Allgemeinen. Ne? Ja, war doch jemand mit autistischen Veranlagungen, beziehungsweise nicht Veranlagungen, mit Autismus, mit einer Form von Autismus, der letzte Fall. Ach, die Spiegelgeschichte, ne? Ja, ja. Und die Oder war es jetzt nicht das Thema, was du angeschnitten hast, was in Amerika stattgefunden hat? Ja, doch, meinte ich schon. Ja. Also es ist nur so, dass bei den letzten Amokläufen halt immer irgendwie diskutiert wurde, dass man Killerspiele verbieten sollte, weil die sind die Ursache dafür, dass Leute Amok laufen. Ja, ja. Ganz nicht offensichtlich. Oder eben Metal-Musik, ja. Genau. Ja, stimmt. Ich meine, die Waffen sind auch nicht die Ursache davon. Nee. Aber die freie, oder dass eben sich jeder da ein Maschinengewehr kaufen kann, der mal so einen Waffenschein gemacht hat, das ist
Ach, guck dir die Statistiken an, von wegen, wie weit ist Waffenbesitz verstreut und wie viele Menschen sterben durch Waffengewalt. Und da ist einfach dieses hochentwickelte Zivilisation in Amerika einfach mal Spitzenreiter in wir ballern irgendwie, wir regeln unsere Sachen. Deswegen wollen sie ja auch noch die Schüler noch weiter aufrüsten. Sie hätten sich ja wehren können. Das war das Argument. Es ist regelmäßig von der NRA das Argument, wenn Waffen in den Schulen und in der Kirche und beim Bäcker und in der Kneipe und überall erlaubt wären, dann ist jeder Amoklauf im Keim erstickt, weil sobald der Typ anfängt Amok zu laufen, erschießen den alle. So, das ist das klassische Argument. Das haben sie sich bei dieses Mal nicht ganz getraut, weil es dieses Mal eine Grundschule war. Und dieses Mal haben sie vorgeschlagen, wenn diese Schulen besser ausgestattet gewesen wären, mit hochbewaffnetem, automatischem, waffenbewaffneten Sicherheitspersonal, dann wäre dieser Amoklauf. Und dann frage ich mich so, in welcher Welt lebt ihr eigentlich, dass ihr mit Maschinengewehren bewaffnete Leute in Kitas? Das sollten wir eigentlich mal programmatisch, stelle ich vielleicht als Antrag zum nächsten Landesparteitag. Vollautomatische Schusswaffen, Sicherheitspersonal in Kitas. Oder Kita-Mitarbeiter müssen... Da gehst du doch freudig dann in die Einrichtung, oder? Ja, oder? Unbedrückt. Da weiß man das, ich bin sich sicher. Ach, guck mal, die Tante hat eine MK, was der Geier was, irgendwie Tralala da in der Hand, das ist doch schön. Also ich fand es schon ziemlich beunruhigend, als hier in Deutschland Terroralarm war und ich durch Berlin gefahren oder in Berlin den Bahnsteig gewechselt habe und da Leute mit MGs rumgelaufen sind, also Polizisten. Du solltest dich drin gewöhnen lassen. Diese Pistole, die da gesichert an der Seite hängt, ja, die ist ja, die nimmt man ja so sehr nicht wahr, die muss man ja auch erst aufknüpfen und rausholen und so weiter. Ja. Aber wenn da Leute wirklich mit MGs in den Händen stehen, dann ist das schon so, dann denkt man sich schon, oh Gott, wie weit sind wir hier schon gekommen? Ja. Ja, betreffend. Ich gehe jetzt mal den MSO pullen und wir können mal weiterreden über das inklusive Filmfestival. Genau, das war genau das Thema, eine Form von Autismus, wo die Medien sehr daneben gehauen haben, weil sie es ja als Grundlage letztendlich verkaufen wollten, dass Autismus ja. Sie sind da missverstanden worden. Ja, haben sich falsch ausgedrückt. Ja, also das ist. Ging nicht in die Nachkontrolle von. Es passiert also nicht nur Piraten missverstanden zu werden, das passiert auch Journalisten gelegentlich, dass das falsch verstanden wird. Richtig. Haben sich entschuldigt. Es gab ja dann im September das inklusive Filmfestival, was hochgezogen wurde und mit einem Film zusammen, Mensch 2.0, unter dem Thema der Inklusion stattfinden sollte. Das Thema fand ich sehr, sehr, sehr ansprechend, die Diskussionsrunde nicht. Bei der Diskussionsrunde gab es zwar ein paar Wissenschaftler, natürlich auch den Produzenten des Films, im Original glaube ich irgendwas in die 18 Stunden lang, der extra dann bloß runtergeschnitten wurde auf 2-3 Stunden, damit es fernsehtauglich wurde. Und da ging es vorrangig um die Entwicklung Mensch-Maschine-Schnittstellen und solche Geschichten, wie weit ist der Mensch von der Maschine entfernt und umgekehrt und was kann man alles machen. Alles auch sehr interessant. Und die Kernfrage, die von den Organisatoren vom Filmmuseum in Potsdam hier ausging, war ja natürlich, wie kann das helfen, um Menschen mit Behinderung besser in die Gesellschaft zu integrieren, inkludieren, damit spezifische Rollstuhl, sonstige Sachen nicht mehr laufen oder komplett querschnittsgelähmt und Auge sehen. Also die unterschiedlichen Aspekte, wie kann das helfen, mit Pro und Contra, natürlich auch von der humanen Seite gesehen, diese mit einzubeziehen in die Gesamtgesellschaft. Und das ich muss es mal betonen, ich hatte versucht, mehrfach auf diese Schiene zu wechseln, aber sowohl der Moderator wie aber auch Regisseur, die sind darauf gar nicht angesprungen. Also da ging es vorrangig nur darum, was ist alles möglich und Forschung und aber wie hilft das, was sie dort tun, hilft es den Menschen, die es gegebenenfalls benötigen. Da wurde über Exoskelette, also externe Exoskelette, gab es extra so ein Videoschnipsel dazu, wie eine Frau, die querschnittsgelähmt war,
mit Hilfe dieses Exoskelettes gelernt hatte, zusammen mit Gehirnströmen und so weiter, wieder zu gehen. Ja. Also jetzt nicht wirklich zu gehen, sie brauchte immer das Skelett dazu, aber sie konnte sich bewegen. Und jetzt wäre natürlich spannend gewesen in der Diskussion, wie ist so eine technische Entwicklung oder die Unterstützung, dass man wieder, was ist heute normal, aber normal dann an dem teilhaben zu können. Und wie wirkt es auf andere? Wie weit kann man gehen? Ist ja auch es ist auch eine philosophische, also beziehungsweise ist so eine Grundüberzeugungsfrage, ob wir sagen, naja, pass mal auf, also wir gehen hier alle auf zwei Beinen, dir fehlt ja dieses eine Bein, geh mal da hinten in die andere Ecke und da machen wir das mit der Ausbildung und da hast du deine gesellschaftliche Teilhabe, aber woanders. Das wollen wir aber nicht. Und genau, das ist halt eben dieses grundsätzliche Ding, das einfach alles zu schauen, da ist es natürlich wichtig zu sehen, welche Möglichkeiten gibt es Exoskelett. Ist halt, das ist, ne, aber das ist ja eigentlich erstmal für das politische. Da muss man schauen, was kann man für Grundsätze schaffen, dass man eben die Menschen alle zusammen hat. Das hat nämlich also nicht nur den, zum einen den Effekt, dass die Menschen nicht mehr ausgehend sind, das hat aber auch vor allem den Effekt, dass Menschen lernen, damit umzugehen. Ich meine, wenn heute jemand mit einer sichtbaren Behinderung oder Abweichung von der Norm durch die Gegend läuft, dann wird er komisch angeguckt und dann wird er blöd angeguckt. Ja, warum? Weil er wahrscheinlich sonst irgendwo immer gesondert aufgewachsen ist und eben nicht. Also die Kinder lernen zu spielen mit Kindern, die genauso sind wie sie Kinder und dann gibt es halt eben die Sonderkind-Kitas oder sonst irgendwas. Und dann gibt es nur wenige Beispiele, wo eben sowas schon, wo sowas integriert ist, wo es also einfach normal ist für die Menschen aufzuwachsen, eben, dass es eben kein Normal gibt, sondern dass es eben alles normal ist, dass es eben auch Abweichungen normal sind. Und es vermittelt ja auch Toleranz. Also oder ich weiß nicht, ob ich das jetzt kriege nicht ausgedrückt, aber. Das schwerwiegendste Problem ist nur das Weiterdenken. Wir haben die Technik, wir haben viele Möglichkeiten mit der Technik, Gliedmaßen zu ersetzen, beziehungsweise Optik, also Auge, Hören, alles durch Technik zu unterstützen, dass in Gänsefüßchen der Mangel, der nicht zwingend ein Mangel sein muss, was du sagtest mit diesem Normal oder Abweichen von Normal, dass kompensiert werden kann. Und das Problem ist, wie weit geht man? Mhm. Wie weit geht man in der Forschung? Und das ist dann eine ethische Frage, die kam da definitiv überhaupt nicht zu Rande, nur von dem einen Professor von der HU Berlin, der da ein bisschen versucht hatte reinzutauchen, aber auch nicht an den Moderatoren, an den anderen da vorbeikam. Wie weit kann man gehen, es gab einen Wissenschaftler, der hat sich den Chip direkt eingepflanzt und hat den dann extern gesteuert. Er hat sich selbst als Versuchsobjekt genommen. Mhm. Aber er kann den Chip so steuern, dass sein Körper darauf reagiert. Das war schon erschreckend, weil du saß drunter, die Nervenbahnen wurden alle verbunden. Diese Diskussion, die eigentlich Voraussetzung wäre, weil es muss ja auch eine Akzeptanz schaffen. Es ist ja cool, wenn da so eine Art Cyborg wie der 6 Millionen Dollar Mann oder so dann rumspringt, aber wie wirkt es auf den Gegenüber? Mhm. Oder wie ist es dann, kriegen das dann nur diejenigen, die ein Leiden haben? Oder was passiert dann? Weil so ein künstlicher Arm ist ja vielleicht nochmal besser, stärker, schneller. Was machen dann diejenigen, die das Geld haben? Machen die das dann selber, ohne dass sie ein Problem haben? Das ist ja die Geschichte, was du beim ADHS auch häufig ist mit dem Doping. Und diese Geschichte oder die Diskussion ging gar nicht davon sprechen und ist in meinen Augen eigentlich eine grundsätzliche Diskussion. Man kann forschen in einer großen Menge und machen und tun, aber wenn du das gesellschaftlich, auch die gesellschaftliche Akzeptanz dafür, weil die Leute gucken immer, es ist so. Wie bei den Ärzten, Männer und Frauen, ist es genauso, Männer lieben Männer, Frauen lieben Frauen, da gibt es nichts zu bedauern oder nichts zu bestaunen. Ne? Und da ist genauso, es hat sich irgendwann mal bei vielen dann, okay, Rollstuhl ist nicht zum Starren, nicht zum Sonstiges. Aber wenn die nächste Stufe kommt, dass man ein technisches Gerät oder Sonstiges nutzt, was vielleicht sogar noch überlegen ist, diese Diskussion findet ja überhaupt nicht statt. Was in dem Zusammenhang interessant ist, ist der Open-Mind-Vortrag von Tante. Der hat nämlich über Cyborgs geredet.
Und da ging es halt auch um. Okay, ich muss jetzt leider, weil ich versuche die ganze Zeit eine Pause zu finden, wo ich hier mal Stopp sagen kann, um eine Pause zu machen. Ich muss jetzt weg. Also ich habe mit mir läuft gerade die Zeit aus. Deswegen tut mir leid. Also macht ihr einfach weiter? Wo musst du denn hin? Ich bin verabredet, 20 Uhr. Ich hatte nicht gedacht, dass das so lange dauert angesichts der Dings. Ich lasse einfach das Aufnahmegerät hier, verabschiede mich vom Chat und wünsche euch viel Spaß bei dem Rest. Ihr kriegt das schon ganz gut hin. Schauen wir mal. Ja, das tut mir leid. Ich habe verpeilt, vorher Bescheid zu sagen, dass ich um 20 Uhr verabredet bin. Ich hätte mal ein bisschen durchraschen können. Ja, ja, das ist mir dann auch irgendwie... Ich habe ja gesehen, gerade per Nachrichten wieder informiert worden. Genau. Ja, okay. In dem Zusammenhang eine Empfehlung an diesen Podcast von den Vortrag von Tante auf der Open Mind findet man dort im Videoarchiv. Ja. Im Videoarchiv. Ja, war September. Oktober. Oktober, 4. Jahrestag der Piraten Brandenburg. Geburtstag, 4 Jahre Piraten Brandenburg. Wurde, denke ich, gut gefeiert im Rahmen. Ist ja auch was Privates, Persönliches. So lange gibt es die schon. Schön gesagt. 4 Jahre, ja. Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Das ist einfach war für viele ein schöner Abend, die teilnehmen konnten. Ist ja auch immer eine Sache, ob man teilnehmen kann oder nicht kann. Und eine apolitische Runde, wo man einfach sich hinsetzt, quatscht, macht und tut Socializing. Genau. Was, das ist immer mal ganz gut, das zwischendurch zu machen. Nicht nur über politische Themen zu diskutieren und sich da irgendwie Privates ist auch aufzureiben. Genau. Ja, da ist dann auch die Petition zum Leistungsschutz. Leichenschutzrecht? Das Leichenschutzrecht. Leichenschutzrecht. Ja, ich habe es hier mal nett umbenannt zum Leistungsschutzrecht, ja. Ja. Ist leider gescheitert, hat nur 20.000 Mitzeichner bekommen. Aber darüber hatten wir ja vorhin schon relativ ausführlich geredet. Von daher brauchen wir ja auf das Thema jetzt nicht nochmal so intensiv eingehen. Und dann gab es als nächstes in dem Monat die Antragskonferenz Berlin-Brandenburg. Tom will uns noch was sagen? Nee, tschüss, sag ich. So. Tschüss. Okay, dann nicht. Also, er hat mir irgendein Zeichen mit der Hand gemacht, was ich nicht verstanden habe. So. Ja, da gab es die Antragskonferenz zum Bundesparteitag in Berlin und da war ich auch. Da ging es eben um bestimmte Themen. Ich war nur relativ kurz da, habe da nur zwei Abschnitte mitbekommen. Einerseits den Vortrag vom Kannst du wissen über Lärmschutz, was auch mal interessant war. Er hat, glaube ich, irgendwie einen Antrag eingebracht oder weiß ich nicht, ob der dann eingebracht wurde oder nicht, dass es eben ein bundesweites Nachtflugverbot geben könnte. Oh Gott, jetzt lässt mich der Michael alleine hier. Ich muss mal biologisch wohin. Nachtflugverbot geben könnte. Jetzt rede ich hier alleine vor mich hin. Das ist komisch. Ja, und das wurde doch recht kontrovers diskutiert, wie das dann alles funktionieren soll mit den Paketzustellungen, mit der Synchronisation mit den anderen Flughäfen und dass man das ja bundesweit gar nicht machen könnte. Man müsste das ja mindestens europaweit angehen. Sicherlich ist es erstmal eine ziemlich ungewohnte Idee und vielleicht auch nicht in jedem Fall notwendig, weil es gibt sicherlich auch Flughäfen, die sind relativ abgeschieden, wo das gar nicht so viele Leute juckt, wenn da in der Nacht mal ein Flugzeug untergeht. Naja, aber trotzdem eine interessante Idee und auch drüber nachdenkenswert. Ja,
was war noch Thema? Da waren noch ganz viele Themen, auch im Bereich Wirtschaft gab es da einiges und im Bereich Außenpolitik. An sich auch eine ganz interessante Veranstaltung, wobei ich halt nur den einen Tag ein paar Stunden da war. Und eine ganz gute Vorbereitung auf den Bundesparteitag. Denke ich mal, dass man das mehr machen sollte, damit vielleicht auch der Bundesparteitag in Zukunft ein bisschen flüssiger noch vonstatten geht und nicht ganz so viel Zeit an bestimmten Themen verbraucht wird, wo man sich dann doch noch nicht so ganz einig ist. Ein weiteres Thema im Monat war dann noch die GEMA-Vermutungspetition. Die war ja erfolgreich. Da sind über 60.000 Unterschriften zustande gekommen. Und entgegen der Gerüchte, die es dann schon in der Presse gab, dass dann die Netz-Community nichts mehr auf die Reihe kriegt und keinen Zusammenhalt mehr hat, um irgendwelche Petitionen durchzubringen, ist dann da doch das Gegenteil bewiesen worden und die GEMA-Vermutung erfolgreich gelaufen. Ja, ich denke mal, also da gab es eben auch nicht so eine Spaltung so in der Community, dass es eben, ich glaube, die Petition war an sich auch nicht so richtig gut, ja, inhaltlich. Ja, es ging ums Thema. Und weil die GEMA-Vermutung ein sehr schweres Geschütz letztendlich ist, weil es die Beweislast umkehrt. Wer muss nachweisen, dass? Genau. Weil an der Stelle braucht ja die GEMA nicht nachweisen, dass du lizenzfreie Musik gespielt hast, sondern du musst es nachweisen. Und das ist mitunter zeitlich bedingt oder sonstiges oder ohne Vormeldung doch sehr schwierig. Und dann wird halt vermutet, ja, du hast trotzdem und dann darfst du zahlen. Ja, genau. Und das ist natürlich ein Feld, wo sich keiner so richtig rantraut von der aktuellen Politik. Und in meinen Augen gehört der dicke Kitt. Ja, da muss man sich irgendwie andere Mechanismen einfallen lassen, denke ich auch. Diese Grundhaltung, alle Veranstaltungen müssen erstmal bezahlen und im Nachhinein können sie dann vielleicht nachweisen, dass sie doch nur GEMA-freie Musik gespielt haben, ist halt auch irgendwie ein bisschen. Ja, im Prinzip leben die Künstler mit untereinander. Aber das ist auch eine riesengroße Debatte, also sprich, dass ihre Werke bekannt gemacht werden. Aber nun gut. Ja, es gibt ja auch genügend Künstler, die nicht bei der GEMA sind und die leiden ja auch darunter, unter der GEMA-Vermutung. Nun ja. Die AVBB 12. Aufstellungsversammlung. Genau. Da habe ich eine ganze Reihe von Links im Pad, weil dazu richtig viel geschrieben wurde von unserer Landespresse. Einerseits wurde ja die Landesliste gewählt. Und andererseits die ganzen Direktkandidaten. Da gab es halt für jeden Direktkandidaten auch einen eigenen Blogpost, genau, um den halt so ein bisschen vorzustellen für den Wahlkreis, für den er kandidiert. Und da haben wir es auch geschafft, innerhalb von diesen zwei Tagen die Landes- und Direktkandidatenlisten. 11 Versammlungen in 2 Tagen. Genau, das war ja eigentlich, genau, das war nicht eine Versammlung, das waren 11 Versammlungen. Eine Versammlung zur Aufstellung der Landesliste und 10 Versammlungen zur Aufstellung der einzelnen Direktkandidaten für die einzelnen Wahlkreise. Und gewählt, ja, wer gewählt wurde, wisst ihr ja eigentlich fast selber. Muss ich jetzt nochmal. Die beiden Spitzenkandidaten, Veit und Anke. Dann der sitzt hier gerade neben mir, Christoph selber, Jens aus Mohl. Dann haben wir noch Holger aus OAV. Dann die Katharina, aus welcher Ecke kommt sie eigentlich? Ist sie gar nicht richtig. Wohnt auf Stahnsdorf, also ist ja erst von Dresden hergezogen worden. Ja. Oder von Sachsen, nicht Dresden, weiß ich nicht. Okay. Ja, und dann noch unseren Jürgen mit der Bertsche. Und dann die einzelnen Direktkandidaten in den jeweiligen Wahlkreisen. Genau, das sind auch nochmal 10 Leute. Da haben wir den
Michael Polte für den Wahlkreis 56, das ist so Bereich Ostprignitz-Ruppin und Prignitz und richtig. Ich glaube noch ein Teil vom Havelland. Dann gibt es Jürgen nochmal, der auch Listenkandidat ist für den Bereich Barnim und Uckermark, das ist der Wahlkreis 57 und die Anke für den Wahlkreis 58, die auch Listenkandidatin ist. Das ist Havelland und also vor allem Oberhavelland und dann glaube ich noch ein Teil vom Havelland. Mhm. Ich kenne die ganze, also die Abgrenzung nicht so ganz genau. Dann gibt's, nicht viel passt denn, Geo. Na doch, die, Wahlkreise, Wahlkreise stimmen ja nicht mit den, mit den geografischen Landkreisen überein, sondern mit den Gemeinden. Dann hatten wir noch Jens, der noch mal angetreten ist für Mohl und ein Teil Barnim für den Wahlkreis 59. Dann den Frank Steinert, der für, oh Gott, BRB am Potsdamer Mittelmarkt hält. Telto, wenn ich mich nicht irre. Telto Fleming, glaube ich, auch noch eine kleine Ecke. Ja, mit Antritt dann den Oliver Bücke für den Wahlkreis 62. 61 heißt Cornelius, Cornelius, den habe ich jetzt. Da weiß ich den Wahlkreis doch ganz genau. Ja. Das ist eben eine ganz kleine Ecke von Potsdam-Mittelmark und eine ganz kleine Ecke von Telto Fleming und eben ganz Potsdam. Ja, ja, Oliver Mücke, wie gesagt, Potsdam-Mittelmark vor allem. Und Telto Fleming. Mhm. Martin und Hampel. Martin Hampel ist so im Bereich Frankfurt-Oder und angrenzende Kreise. Was ist denn das da? Spree-Neiße, Landkreis oder Spree, denke ich mal. Sascha Kahler, auch 65. So Bereich Cottbus und Spree-Neiße und die Kreise da unten, ne? Und Lutz Bommel auch im südbrandenburgischen Bereich, Elbe-Elster, glaube ich, komplett ist der Wahlkreis 65 und dann eben auch Teile der anderen dort gelegenen Landkreise. Ja, die 10 Leute sind die Direktkandidaten, die vorherigen 7 sind unsere Listenkandidaten. Wir haben eine Liste von 7 Kandidaten beschlossen, obwohl wir uns vorher dafür ausgesprochen hatten, 15 zu wählen. 15 zu wählen, aber das war wahrscheinlich doch nicht so eine ganz gute Idee. Die ja, 15. Die Mehrheiten wären, glaube ich, nach zig Wahlgängen hätten sich die unterschiedlichen Abstimmungsergebnisse kaum verändert. So mein Eindruck, weil das hat sich bis auf Nuancen und mal irgendwo ein Schwenk nach da oder ein Schwenk nach da später gar nicht mehr so verändert. Ja, und dann haben wir halt einfach irgendwann gesagt, wir nehmen halt jetzt noch die rein, die 50% oder was? Ja, nach Satzung, dass wir dann den letzten Rest und so viele, die über 50% gekommen sind. Genau, dass die über 50% kommen, in den Wählerstimmen eben noch auf die Liste kommen und wer eben das nicht schafft, der dann nicht auf die Landesliste mit draufkommt. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt auch eine Landesliste und Kandidaten für die Bundestagswahl und sind quasi somit schon mal für den Bundestag vorbereitet oder für die Bundestagswahl im Brandenburg vorbereitet. Mit Kandidaten sind wir vorbereitet. Mit den Kandidaten. So, und um uns auf die Inhalte vorzubereiten, hatten wir dann Anfang, war das Anfang? Nee, das war Ende November, den Bundesparteitag in Bochum. Und dort haben wir doch auch diverse Lücken geschlossen. Wirtschaft. Im Bereich Wirtschaft haben wir einiges abgestimmt. Im Bereich Außenpolitik haben wir einen neuen großen Block. Im Bereich Umweltpolitik haben wir einen neuen großen Block. Auch im Bereich Gesundheit haben wir einiges beschlossen. Das ist, glaube ich, alles... Nee, Umwelt war, glaube ich, Wahlprogramm und das andere war alles Grundsatzprogramm. Also insgesamt 20, knapp 20 Anträge, die angenommen worden sind. Ja. Manche davon waren Grundsatzprogramm und manche und waren Wahlprogramm. Genau. Wahlprogramm war zum Beispiel auch Transparenz, ein ganz großer Block über ganz viele Transparenzkriterien, an die wir uns halten wollen.
denke ich, auch sehr sinnvoll, da mal klar zu äußern, was wir denn nur eigentlich wollen und nicht nur einfach zu sagen, ja, die Piraten wollen Transparenz. Und was heißt denn das jetzt eigentlich? Genau. Und da haben wir jetzt so eine Liste von Sachen, die wir machen wollen. Ja, trotzdem war der Bundesparteitag ein bisschen behäbig und schwierig. Wobei im Vergleich, ja sicherlich, weil viele mit anderen Erwartungen gegebenenfalls rangegangen sind. Es kam ja dann auch im Nachgang, gab es da so Vergleiche von anderen Bundesparteitagen, also anderer Parteien. Und da lag letztendlich die Beschlüsse, die gefasst worden sind, lagen wir so schlecht nicht. Also es wurde ja sehr stark auch in den Medien zerrissen. Und auch der erste Tag, Bundesparteitag, war sehr, sehr dröge und kräftezehrend. Und es wurde sehr wohl auch in den Medien gesagt, ja, kriegsliche Backen, stolpern über sich selbst und so weiter. Aber ich denke mal, dass die ein oder anderen länger gehenden Aussprachen für viele wichtig waren. Und zum anderen, wie gesagt, im Vergleich betrachtet, war das letztendliche Ergebnis, was man angenommen hat, also Menge. Es wurde ja sehr viel nur auf die Menge geguckt in den Medien. Wenn du das vergleichst, brauchten wir uns bei anderen Parteien, gegenüber anderen Parteien noch nicht verstecken. Wir haben gleich ein, zwei Anträge mehr insgesamt angenommen, von denen diese behandelt haben. Ja, naja, was irgendwie auch falsch vermittelt wurde oder was falsch rüberkam, war irgendwie die Anzahl der Anträge. In Relation zu dem angenommen. Es hieß immer so, die Piraten wollten sich mit über 600 Anträgen beschäftigen oder sowas. Haben aber nur 20 angenommen oder haben sich nur mit 20 beschäftigt. Richtig, aber so beschäftigt hatten wir ja. Aber wir hatten ja, wir haben uns ja auch nie, oder wir haben ja nie gesagt, wir wollen jetzt hier alle 600 Anträge schaffen. Ja? Aber es klang halt irgendwie so, oder wir wollen jetzt die 100 Anträge schaffen, die auf der Tagesordnung stehen. Aber es kam halt irgendwie so rüber. Schlecht vermittelt oder es wurde schlecht vermittelt, je nachdem von welcher Stelle. Ja. Weil Anträge einreichen kann man viele. Also wenn ich mir den Landesparteitag hier von den Grünen angucke, der hier in Brandenburg an der Havel war, die hatten auch ca. 100 Anträge auf dem Tisch. Hm. So Pi mal Daumen mit Unteranträgen so zusammengefasst. Behandelt haben sie an dem Tag auch 50 im Prinzip. Okay. Und der Rest fiel in Gänsefüße unten runter. Und das jetzt skaliert, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann nur zu wenige Anträge dann bei den großen Parteitagen von Grüne, CDU und so weiter, die werden es bloß irgendwann nicht so groß kommunizieren, oder? Wie viele sie wirklich auf der To-Do haben. To-Do ist ja eine Sache, mit wie vielen du dich beschäftigen willst, die nächste. Das wird ja dann auch selektiert, das war ja die ganze Antragsreihenfolge, Diskussion und Abstimmung, welche Anträge aus welchem Block und so weiter. Und dann, wie viel du letztendlich schaffst. Ja, also was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, war, warum wir uns manchmal so lange Auszählungspausen gegeben haben dort. Also wir hätten durchaus aus meiner Sicht anfangen können, in den Pausen, wo ausgezählt wurde, neue Anträge vorzustellen. Aber wir haben ja wirklich nichts gemacht. Dann ja, die Diskussionsgrundlage ist ja an der Stelle, diejenigen, die auszählen, können dann nicht mit teilnehmen an der Antragsvorstellung. Das waren ja nicht wenige, es waren ja 50, 60 Leute. Okay, in Relation zu... Das ist richtig, aber ich denke mal, das kann man, denke ich, verkraften. Also ich glaube, für die Kosten, die wir da haben, für diesen Bundesparteitag und für die hunderte andere Leute, die dort warten müssen dann an der Stelle... Ja. Kann man vielleicht 50 Leute, also gibt es bestimmt 50 Leute, die sich bereit erklären, auch während der Auszählung oder während der Vorstellung andere Anträge auszuzählen? Möglich. Ist eine Sache, die Versammlungs- und Wahlleitung optimieren müssen. Ja, das also ist, ich denke... Zum Beispiel auch vorher die Leute explizit befragen, die jetzt Wahlhelfer sind, dass sie dass während der Auszählungsphasen programmatisch oder inhaltlich weitergearbeitet. Dass oder bewusst ist, keine Ahnung. Oder auch, dass man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Team aus Wahlhelfern, was doppelt so groß ist und dass eben einige immer, oder dass die sich dann abstimmen und sagen, okay, wer ist jetzt hier für meine Urne quasi der Auszähler? Wir vier sind hier irgendwie zuständig und ihr zwei zählt jetzt aus und die anderen zwei
hören beim Programm zu. Also es gibt ja Möglichkeiten, es gibt mit Sicherheit Möglichkeiten, da noch Verbesserungen durchzuführen und eben doch noch mehr Programm zu beschließen, weil in Brandenburg haben wir das ja auch hinbekommen. Und ich glaube, das ist, denke ich, auch übertragbar. So. Du musst bloß den Skalierungsfaktor betrachten. Den darf man nicht vergessen. Ja, schon, aber das, was wir, oder wie wir in Brandenburg halt auf den Landesparteitagen, in den programmatischen Landesparteitagen, generell die Versammlung durchgeführt haben, da war es ja so, dass wir in den Auszählungspausen, also wir hatten ja gar keine Auszählungspausen, ne? Doch, in den Auszählungspausen für den Landesvorstand, für die Wahl des Landesvorstands, haben wir schon die nächsten Programmpunkte. Wurde aber mitunter kritisiert. Dass, das wurde auch von mir kritisiert, weil ich Protokollant war und eigentlich mitreden wollte. Aber an sich ist es halt schon sinnvoll, eben um die Zeit zu nutzen und dann nicht wirklich, wir haben ja am ersten Tag und am zweiten Tag, weiß ich nicht wie viel, bestimmt so 2-3 Stunden einfach nur gewartet, dass da ausgezählt wird. Ja. Und das ist dann verschenkte Zeit. Und vor allem, wenn dann irgendwie die Minute, keine Ahnung, wie viel Geld kostet. Geld. Richtig viel Geld. Richtig viel Geld. Ja. Und Thema Geld, ja. Thema Geld, genau. Weil steht ja dann jetzt Bundestagswahl an. Wir brauchen Geld. Also nicht nur wir, LV, alle brauchen natürlich Geld, ist klar, ich brauche privat auch Geld, das kennen wir Christoph auch. Aber speziell wegen einem Antrag, der nicht beschlossen wurde, ändert sich natürlich auch die finanzielle Ausstattung von einigen Landesverbänden massiv. Und das ist eine Sache, wo aktuell begonnen wird, natürlich auch spezifisch für den LV Spendengelder zu generieren, damit wir das Nötigste machen können. Es wurden natürlich auch andere LVs schon angefragt, inwiefern sie natürlich ohne Gegenleistung und natürlich auch ohne Darlehen und solche Sachen, weil mit Darlehen machst du dich tot. Weil wenn du weißt, dass du auf längere Zeit nichts zurückzahlen kannst, brauchst du kein Darlehen holen. Also auch nicht die Erwartung erfüllen, dass das irgendwann mal zurückgezahlt wird. Und Spenden. Wir brauchen nicht anfangen, uns irgendwie gegenseitig zu verschulden hier bei anderen Landesverbänden. Nicht mal gegenseitig. Das Geld wäre ja da. Das Problem ist das Erfüllen einer Erwartungshaltung. Wenn irgendjemand dann, wie es leider Gottes ja in NRW der Fall war, dass man das als Darlehen rausgibt, soll es ja auch irgendwann zurückgezahlt werden. Bis aber zum Beispiel der LV Brandenburg, wie auch der ein oder andere LV, überhaupt in der Lage wäre, dieses Geld wieder zurückzuzahlen, nur unter der Prämisse, dass sich irgendwas mit der finanziellen Zuteilung durch die Wahlen und so weiter ändert, vergehen Jahre. Ja, also ich fand auch den Antrag sehr sinnvoll, dass man da so einen Verteilungsschlüssel macht, dass eben aus den Ausschüttungen der Landtagswahlen oder der gewonnenen Landtagswahlen dort ein bisschen Geld an den Bund und an die Landesverbände übertragen wird. Finanzierungsgleich, ja. Ich hoffe ja, dass es da beim nächsten Parteitag in, wo ist der? Ja. 2013? Da, wo kaum Hotels gibt, ja. Zwischen Nürnberg und Regensburg. Neumarkt. Neumarkt. In Neumarkt. In Neudings. Genau. Dass es da vielleicht nochmal einen Antrag gibt, der ähnlich formuliert ist, vielleicht auch nicht in die Satzung kommt, weil ich habe auch gehört, dass viele irgendwie gestört hat, dass es in die Satzung soll, dass man eben das nur so macht, dass man irgendwie das zeitlich befristet so beschließt und nicht in die Satzung schreibt. Vielleicht, das, also hoffe ich zumindest, damit eben eine Finanzierung besser möglich ist und man nicht auf Spenden so sehr angewiesen ist, wie man es jetzt ist. Ja, allgemein Spenden ist überhaupt kein Problem, aber wenn die Spenden alleinig dafür sind, dass wir uns unser operatives Geschäft am Leben halten und dann keinen Wahlkampf machen können, ist es, glaube ich, suboptimal, ist noch sehr höflich ausgedrückt. Ja. Bloß die Folge wäre natürlich ohne Geld nichts Wahlkampf. Ist so. Von meiner Seite, weil wo soll was herholen? Wenn also die Spenden ausbleiben oder sonstige Sachen, wie willst du das machen?
Genau. Gut, ein anderes großes Thema im November war dann noch die, das Flüchtlingscamp, das Refugee Camp in Berlin. Da war es ja so, dass sich Flüchtlinge aus Süddeutschland auf den Weg gemacht haben, zu Fuß nach Berlin zu laufen und gegen ihre Auflagen zu verstoßen, dass sie ihren Landkreis nicht verlassen dürfen, was ja in Bayern durchaus die Regel ist. Um eben für bessere Bedingungen für Flüchtlinge zu protestieren. Und da gab es ja auch richtig krasse Maßnahmen in Berlin, was den Flüchtlingen da zugemutet wurde, dass sie nicht schlafen können, dass sie ihr gesamtes Gepäck am Körper tragen und stehen müssen. Wärmende Kleidung, also alles, was so man da zwischenflutscht. Und da gab es auch eine schöne Aktion dann aufgrund der menschenunwürdige Behandlung für ein Recht, also sprich Demonstrationsrecht, wofür wir eigentlich einstehen, aber mit Schikanen. Dann gab es ja dann das Tits for Human Rights, die Aktion, die letztendlich, ja, muss man dazu sagen, unter Ausnutzung der Vorspielung von wir machen uns nackig, um ein Zeichen zu setzen, derartig viel Presse, weil es ja vorher nicht publik gemacht wurde, so richtig, also von der Presse nicht publik gemacht wurde. Zumindest nicht nur in so kleinen Tagessparten oder sowas, ja. Dass letztendlich dadurch dann groß viel Presse da war und auch danach noch Presse da war, damit die auf dieses Problem, auf das Thema endlich mal, ja, gestupst ist, oder ein falsches Wort, eigentlich richtig mit Gesicht reingedrückt wurden, ja, was eigentlich vor ihnen lag. War eine provokante Aktion, aber sie hat letztendlich ihr Ziel nicht verfehlt. Genau. Es ist halt nicht einfach, irgendwie als Flüchtling in einem Land, in einem anderen Land, sich durchzuschlagen, wo man im Grunde keine Aufmerksamkeit bekommt. Und so war es halt bis dahin auch. Und diese Aktion hat eben doch ein bisschen Aufmerksamkeit geschaffen. Richtig. Um auf die Probleme eben hinzuweisen. Und da kann man, hat sich jetzt insgesamt noch nicht viel getan, aber vielleicht tut sich da noch mehr und die Bedingungen verbessern sich. Ja, dann kommen wir zum Dezember, zum letzten Monat, und da gab es auch ein erfreuliches Ereignis, und zwar wurde in Brandenburg das erste Volksbegehren erfolgreich über die Bühne gebracht. Und das war das Volksbegehren zum Nachtflugverbot. Und da haben über 100.000 Leute... Das war ja fraglich, ob sie es schaffen. Wurde ja ziemlich lange... Genau. Schaffen die ja eh nicht. Ich habe ja auch auf 79.900 irgendwas getippt, statt 80.000, ja, die benötigt sind. Aber sie haben es geschafft zu mobilisieren. Und ich denke mal, die Piraten im Land Brandenburg waren jetzt nicht... hundertprozentig da jetzt nur beteiligt, aber sie haben mitgeholfen, dass das, wie viele andere auch mitgeholfen haben, dass das dazu kam, indem wir uns ja auch nach Luckenwalde, wie auch später, eindeutig positionieren konnten. Das war ja vorher sehr schwierig, weil es dazu ja kein Statement gibt oder gab. Also dass wir das mit begleiten konnten und einige Mitglieder, die sehr stark dort auch aktiv waren, also privat aktiv, konnten dementsprechend das auch sagen wir mal, offiziell als Pirat aktiv weiter begleiten. Mit den Unterschriftenlisten wurden ja dann gemacht, beziehungsweise, dass du per Brief abstimmen konntest, wurde ja vorbereitet von einigen Piraten, dass da so ein Flyer, den man dann verteilen konnte, dass sie Briefwahl, Stimmunterlagen oder Abstimmunterlagen erhalten. Ist sehr erfolgreich gewesen. Die Resonanz seitens der Politik war erwartungsgemäß. Ja. Also sprich, die Ignoranz. Ah, toll, dass ihr es geschafft habt, aber und das, was ihr fordert, können wir ja eigentlich gar nicht und eigentlich wollen wir es ja nicht. Und aber wie vorhin schon eingangs angesprochen, kann das mitunter, weil es auch rot-rot mitunter entzweit, kann es ja, wie soll man sagen, auch zu weiteren Verwürfnissen innerhalb der Landesregierung führen.
weil es ein sehr strittiges Thema ist. Ja. Und Wahl ist auch bald. Zwar erst 2014, aber ist ja bald. Und symbolhafte Politik ist ja gerne sehend. Also mich betrifft es jetzt nicht so direkt mit dem Nachtflug. Also wenn jetzt hier über mein Haus hier in der Nacht ein Flugzeug fliegen würde, wäre das halt nicht anders als, denke ich, von Tegel aus. Aber ich finde halt überhaupt so, dass das erste Mal gelungen ist, dieses demokratische Verfahren in Brandenburg zu schaffen, ist schon ein wichtiges Signal. Und es ist halt auch wichtig, dass es solche Möglichkeiten gibt und dass das eben auch dann respektiert und ernst genommen wird, was da rauskommt. Ja, das wird es ja so, wie es aussieht, nur punktuell wird es ernst genommen. Ernst genommen in dem Sinne, weil man überrascht war und es nicht erwartet hatte, dass überhaupt diese riesige Hürde, die da existiert, geknackt werden konnte. Naja, da muss man ja sagen, dass die Hürde sich ja, ich glaube, 2011 doch deutlich gesenkt hat. Also es gab vor 2011 noch deutlich höhere Hürden. Und mit den 80.000 ist man ja, glaube ich, schon runtergegangen. Und die Piraten fordern ja nochmal eine Absenkung auf 60.000, dass es eben noch einfacher ist, das generell zu schaffen und sich als Menschen im Land Gehör zu verschaffen gegenüber den Politikern. Ja, es gibt aber noch weitere Hürden. Du musst ja unterschreiben im Amt oder eben halt per Brief. Genau. Und wenn ich daran zurückdenke, 2009, wo wir die Unterschriftensammlung zur Zulassung begangen haben, das konnten wir frei auf der Straße machen. Das wurde dann geprüft im Amt für Wahlen oder im zuständigen Amt, ob diejenigen dürfen oder nicht dürfen. Und das sind ja künstliche Hürden. Weil ja, zu den normalen Öffnungszeiten und dann auch nur, wenn offen ist und muss noch mal Zeit haben, arbeitende Bevölkerung nicht oder sonstige beschäftigte Bevölkerung nicht, wann willst du da hinkommen? Dann hast du arbeitnehmerunfreundliche Öffnungszeiten, geht ja nicht. Und dementsprechend ist da auch die Bereitschaft zur Teilnahme sehr gering. Und wenn du zumindest den Amtsantrag abschaffen könntest für viele, viele Bereiche, wo es den gibt, das ist jetzt auch bei der Bewerberzulassung für Bürgermeisterwahlen oder so, dann hast du da schon eine Menge gekonnt und auch eine Menge Mitmach gekonnt. Sind das auch Leute, die sich davor scheuen, diesen Gang ins Amt vorzunehmen, wenn es unterschreiben. Genau. Jo. Was wir noch hatten, war jetzt gegen Ende des Jahres die Unterzeichnung von allen Kandidaten für die Transparenzstandards, die wir uns in Brandenburg gegeben haben. Und da haben wir eine freiwillige Selbstverpflichtung in Brandenburg unterzeichnet, die eben bestimmte transparente Veröffentlichungen der Einkünfte offenlegen, die auch versucht, Korruption zu vermeiden und Interessenskonflikte aufzudecken. Da poste ich jetzt auch nochmal den Link zu der Aktion direkt ins Pad. Da steht im Wiki. Ja, und ich glaube, Micha ist jetzt kurz nochmal auf Toilette. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Der Uwe hat im Pad darauf hingewiesen, dass diese Geldsammelaktion im Dezember war. Das ist richtig, aber ich fand das irgendwie passend da, nach dem gescheiterten Antrag das zu erwähnen. Und Bastian hatte sich dann die Mühe gemacht, mal zu gucken, was wir denn in diesem Jahr alles so geschafft haben und hat da mal einfach so eine Zahlenauflistung im Wiki gemacht. Und das ist doch durchaus interessant, mal zu sehen, wie viel so in Zahlen geschafft wurde innerhalb dieses Jahres. Und das ist, denke ich mal, das meiste, was wir bisher so überhaupt geschafft haben. Und da haben wir in diesem Jahr tatsächlich knapp über 200 Sitzungen
durch AGs und Taskforces und Crews und so weiter, was es so an diesen programmatischen Treffen gab, geschafft. Und in diesen einzelnen AGs gibt es ganze 178 Mitglieder, die da aktiv sind. Teilweise ist es natürlich, sind es natürlich dieselben Personen, die in mehreren AGs aktiv sind. Und auch in den Gliederungen sind zahlreiche Treffen passiert. Es sind fast 300 Treffen insgesamt in Brandenburg gewesen und insgesamt 88 Vorstandssitzungen. Also wenn man einfach mal nur so die Zahlen sieht, dann ist es schon krass, was so in diesem Jahr passiert ist. Also fast jeden Tag im Jahr irgendwie ein Treffen und irgendwie an fast 100 Tagen irgendwelche Vorstandssitzungen. Jeden dritten Tag. Ja, jeden dritten Tag eine Vorstandssitzung. Das ist schon ja, so im Nachhinein doch ein bisschen beeindruckend. Ja, dann sind wir so generell mit den Links, die wir uns aufgeschrieben haben, zu bestimmten Themen durch. Es ist aber natürlich noch wesentlich mehr, was so passiert ist. Generell so an Pressemitteilungen und sowas, dass wir irgendwelche Statements zur Tagespolitik gemacht haben. Das kann man ja im Blog auch verfolgen, wo da irgendwelche Pressemitteilungen rausgingen. Und da gibt es natürlich Leute, die sich da richtig reingehangen haben und richtig viel Arbeit geleistet haben, besonders im Pressebereich, die jetzt Ende des Jahres leider nicht mehr mitmachen im Pressebereich. Und das ist natürlich schade, aber besonders Melanie und Rico haben sich da richtig für aufgerieben und da ganz tolle Arbeit geleistet. Und jetzt stehen wir natürlich vor der schwierigen Aufgabe, diese Lücke fürs nächste Jahr zu füllen, wo wir dann auch ab dem nächsten Jahr die ganzen Wahlen haben werden. Erst die Bundestagswahl und dann noch die ganzen anderen Wahlen, Kommunalwahl, Europawahl und Landtagswahl in 2014. Ja, und dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir ein neues, gutes Presseteam aufbauen und an die hervorragende Arbeit der beiden anknüpfen können. Ja, das wird nicht so einfach werden. Und was wir ja schon haben, ist dieses eine tolle Video, was der Sven da mit seinen Kollegen und den anderen Leuten, die da mitgewirkt haben, angefertigt haben und wo es ja auch weitergehen soll. Das ist auch ein super Ding und auch was die Ausarbeitung von Flyern und so weiter angeht, sind wir ein richtig gutes Stück vorwärts gekommen in diesem Jahr. Da wurden viele Texte ausgearbeitet und viele Designs und Layouts gemacht und da waren ganz viele Leute aus dem AG Pröa-Bereich aktiv und auch von außerhalb und haben da wirklich einen tollen Job gemacht. Oder auch in der AG Technik. Ja, wird ja zurzeit auch verstärkt noch aktive Kommitzer mit rein, die das mit unterstützen. Weil verglichen mit anderen Landesverbänden haben wir ein sehr geringes Budget für die IT. Ja. Und dafür muss ich mal ehrlich sagen, eines der stabilsten und saubersten. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also wenn unser Wiki, ich habe mich nicht mitbekommen, dass es irgendwann. Ja, es gab mal das ein oder andere, aber das sind jetzt nur keine unlösbaren Sachen. Ich meine, einen 100% Akt abteilen, die würde keiner garantieren, nirgendwo. Aber ich sag mal, von den zwei Problemchen, die es mal gab, drei in dem Sinne, waren zwei angekündigt, also sprich mit Vorwarnzeit und das andere war mal ein Problem zwischendurch, also es ist eine sehr gute Arbeit dort gemacht worden von den Leuten und das sind die Sachen, wie hatte das Cornel Kubi geschrieben, sind die Sachen, weil man sieht, es funktioniert, dass es mitunter nicht wachrüttelt. Aber wie man natürlich an der Pressearbeit sieht, irgendwann sind die Leute fertig, wenn sie keine Hilfe bekommen. Und wir brauchen unbedingt Leute, die sich da auch in den Bereichen engagieren und die dort unterstützen. Und man kann das nicht alles auf den Schultern weniger Leute lasten lassen. Das auf Dauer nicht, ja. Ansonsten, jeder, der irgendwo aktiv war, 2012, nicht 2011,
Jeder, der aktiv war, sei es jetzt still aktiv, aber finanziell unterstützend, sei es auch noch die kleinste Tätigkeit, die mit dazu beigetragen hat, dass noch die kleinste Arbeit irgendwo erledigt werden konnte. Sei es die ausufernden Fahrten entweder im Land oder darüber hinaus zu den einzelnen Wahlkämpfen bis in die Niederlande hoch oder zu den PPU-Treffen. Vollkommen egal, also jede kleinste Hilfe, die ja, getätigt wurde, finanziell wie auch persönlich, ist ein großer Dank wert, denn ja, wie man so schön sagt, wir machen das alles freiwillig nach unseren Zeiten, die wir haben. Und allein das, diese investierte Zeit, ist mehr als Gold wert. Ja. Genau, von daher danke an euch alle. Und wir hoffen, dass es auch weiterhin viel Unterstützung gibt und dass die Leute, die bisher sehr aktiv in bestimmten Bereichen sind, auch neue Unterstützer bekommen und nicht irgendwann ausbrennen. Ja, wie geht's weiter im nächsten Jahr? Wir haben noch einen letzten Punkt, quasi den kleinen Ausblick. Da hat ja Michael vorhin schon gesagt oder schon das Video angesprochen, das mit den beiden Spitzenkandidaten von der Liste gemacht werden soll. Und dann gibt es auch noch weitere Sachen. Also eines, was dieses Jahr auch ein sehr großes Thema war, war das, die Volksinitiative Hochschulen erhalten, die ja auch erfolgreich war. Aber, wie das ja jetzt auch im beim Volksbegehren der Fall ist, nicht so viel Anklang findet im politischen. Es wird ignoriert, genau. Von daher ist es da, denke ich, durchaus möglich, dass da in dem nächsten Jahr ein Volksbegehren daraus entstehen wird. Ich weiß nicht, wie lange die... Wüsste ich jetzt nicht, geht aber nächstes Jahr weiter. Ja, also das ist so ein Ding, was ich auf jeden Fall so am Horizont sehe, dass es da irgendwie ein Volksbegehren geben wird. Und da denke ich mal, hat das auch, denke ich, gute Chancen, irgendwie erfolgreich zu sein, weil ich glaube, gerade an Bildung zu sparen, das ist halt die dümmste Idee, die man irgendwie haben kann, weil das hat man schon die letzten Jahre hier gemacht, an Bildung zu sparen. Die Bildungsoffensive, die hier eigentlich geplant war, mit mehr Geld, kann man ja nachgucken, ist immer mit weniger Geld bestattet worden, also und ein Flächenland wie Land Brandenburg und da an der Bildung zu sparen, dass die Leute auch dementsprechend qualifiziert sind. Man macht sich seinen eigenen Lehrkräftemangel mit solchen Sachen. Ja. Und das ist natürlich dann, man könnte es ja fast sagen, schon gewollt. ja, und dann ganz wichtig, nächstes Jahr haben wir, ich glaube kurz, schon im Januar haben wir dann Niedersachsen. Das genau. Geht ja schon bald los, die Landtagswahl in Niedersachsen. Genauen Termin hier gar nicht. Aber die ist ja schon, glaube ich, 20. Januar oder so? Ja. Da. Landtagswahl in Niedersachsen. Ja, Archiv. Archiv. Da. Ja. 2013. Am 20. Januar. Januar. Richtig, okay. Ja, und im Moment sah es ja, oder in den letzten Umfragen sah es ja nicht so gut aus für die niedersächsischen Piraten, aber die letzte Umfrage hat ja dann doch schon wieder ein bisschen Hoffnung gegeben mit den 4,5%. Das ist ja schon nah dran an der 5%-Hürde. Aber nicht von den Umfragen irre machen lassen. Ich glaube, ja. Bis auf einige, die das jetzt schon durch haben, ich glaube, in Land Brandenburg haben wir nur eine einzelne offizielle Zahl, wenn wir jetzt die OB- bzw. BM-Wahlen jetzt außen vor lassen. Bei der OB-Wahl waren es ja 4,6 und das war vor dem Hype. Ich denke mal, also war ja in der Woche vorher die OB-Wahl gegenüber der Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Mhm. Ich denke mal, da wäre danach auch noch irgendwie das Ergebnis ein bisschen anders ausgefallen. Ja, klar. Das Ergebnis, also die Termine sich gedreht hätten. Aber lassen wir die mal außen vor, hatten wir 2% im Land Brandenburg zur Bundestagswahl und die 5% ja, also
deswegen nicht kirre machen lassen von diesen 4% oder 3% oder sonstiges, denn das sind alles nur, wie sagt man so schön, Stimmungsbilder. Aktuell. Und dann runtergebrochen auf 1000 Leute, Pi mal Daumen. Ja, ich denke auch, jetzt gerade zur Bundestagswahl und zu den späten Wahlterminen in Bayern und Hessen kann sich noch einiges ändern. Das liegt natürlich auch ein bisschen an uns, ob wir ordentlich powern bis dahin. Aber gerade in Niedersachsen ist jetzt ein bisschen schwierig, denke ich, gerade so in unserer Zeitschiene. Im Moment so, je nachdem, also ja, wenn wir es schaffen sollten, in den Landtag zu kommen, dann ist es eine super Sache. Kann natürlich auch passieren, dass es nicht klappt. Aber ja. Wie gehen wir dann damit um? Ja, dann müssen wir. Was? Weitermachen. Na klar. Dadurch, dass wir nicht in den Landtag kämen oder in den Bundestag kämen, ändert sich ja auch oder wird ja auch nichts besser. Ne? Ändert sich nichts an den politischen Problemen, die wir versuchen zu ändern. Genau, man kann halt nur versuchen, weiter daran zu arbeiten, irgendwie die politische Lage zu verbessern, und das funktioniert halt genauso gut, oder es funktioniert in Teilen auch genauso gut, wenn man nicht im Parlament ist, wie wenn man jetzt in einem Parlament ist, wie zum Beispiel in Berlin, wo man als Opposition halt generell einfach weggestimmt wird. Ja. Da kann man halt auch nichts sagen. Ja. Und außerhalb des Parlaments sind halt Dinge passiert, wie jetzt zum Beispiel Thema ACTA, da sind die Piraten sicherlich mitbeteiligt gewesen, dass da sich was bewegt hat, oder Themen wie die Vorratsdatenspeicherung oder Themen wie die Zugangssperren, also da waren die Piraten halt immer mitbeteiligt, über diese Themen aufzuklären und gegen diesen Unfug anzuarbeiten, und wir waren nicht im Parlament und haben es trotzdem geschafft, zusammen mit vielen anderen Leuten da was zu bewirken. Und von daher ist auch eine Niederlage, wenn es mal eine gibt. Ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen. Trotzdem kein so schlimmes Unheilssignal für diese Partei oder generell für politische Arbeit. Und wenn man es zusammenfasst, wird man immer sehen, dass es die Grundthemen, die Grundanker sind, mit denen wir immer zu jeder Zeit finden können und mit weiteren Themen ergänzen. Ja, so, jetzt Stimmung! Ja, morgen ist Silvester. Steht viel an. Genau. Alles vorbereiten, Geburtstagsfeier vorbereiten. Stimmt. Du hast da noch eine Geburtstagsfeier vor dir? Ein KI-Projekt hat am 1.1. Geburtstag, ja. Insofern viel zu tun und wenig Zeit. Genau. Ich habe heute auch schon zusammen mit Freunden so einiges vorbereitet für Silvester. Party. Dann kann es losgehen morgen. Dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen ganz tollen Rutsch ins neue Jahr, so ihr an unsere Zeitrechnung je nach Hören glaubt. Obwohl. Nein, je nach Hören auch. Ja, entweder für diejenigen, die noch reinrutschen werden und einen guten Rutsch wünschen, und die es nachträglich hören, hoffen wir, dass sie einen guten Rutsch gehabt haben. Genau, richtig. Hast du sehr recht. Genau, wir haben jetzt auch genug gelabert. Bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, und ich bedanke mich jetzt nochmal bei Micha, ganz im Besonderen, dass er hergekommen ist nach Potsdam, um mal mitzumachen. Und von mir aus dann einen guten Rutsch zu haben, und bis bald! Bis bald! Ciao, ciao.